Warum ausgerechnet Teil 4? Weil ich gerade Resident Evil Zero spiele. Und Silent Hill 4 ist jetzt quasi der Bonus für Resident Evil Zero. Weil beide sind ungefähr zur gleichen Zeit entschieden, ja, dazwischen oder vielleicht sogar zwei. Und beide sind so ein bisschen die schwarzen Schafe in der klassischen Familie, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, das passt ganz schön. Load. Und jetzt passt mal auf, es ist nämlich total verwirrend für mich. 27 ist das aktuellstigste Savegame überhaupt. Wann kommt das Remake von Teil 1 offiziell raus? Und jetzt, guck mal, ich kann mich mit dem Controller, ich habe den Controller in der Hand, nach links und rechts drehen, ohne dass ich die Waffen wechsle. Das mache ich nur hier. Und ich habe das Kampfsystem schon getestet, das funktioniert jetzt auch. Und ich habe nichts verändert. Ich habe nichts umgestellt. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben auch beim letzten Mal oft neu gestartet. Naja, ich habe den Rechner seitdem neu gestartet, ne? Vielleicht war das das, was ich hätte tun müssen, aber naja, es funktioniert jetzt alles. Immerhin, ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, wir können heute mit Controller spielen und ich habe schon ein bisschen getestet. Das funktioniert sehr viel besser, finde ich. Sehr viel besser. Die Controllersteuerung funktioniert, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hi Goomba. Hab gerade Teil 2 nochmal durch und bin gespannt, den bei dir zu sehen. Ja, den zweiten Teil müssen wir auch irgendwann nochmal spielen, auf jeden Fall. Und ich würde auch gern mal den dritten spielen, weil den dritten habe ich tatsächlich, glaube ich, nie wirklich zumindest gespielt. Das könnte man definitiv auch mal noch machen. Ich meine, jetzt haben wir den ersten und den vierten, ne? Dann kann man den zweiten und den dritten schon auch noch einbauen. Und ich glaube, alles, was danach kam, ist auch nicht mehr so wichtig, oder? Oder so interessant. Bin mir nicht ganz sicher. Na, schauen wir mal. Also wie gesagt, der Timer über mir ist heute nur ein Test. Kann sein, dass da Sachen noch nicht funktionieren. Ich übernehme keine Garantie für irgendwas, aber den werden wir heute mal ein bisschen austesten. Hi Arthur. Ja, genau. Ich liebe jeden Content von dir. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett. Das freut mich. Okay, cool. Dann werden wir jetzt mal weitermachen. Wir sind jetzt quasi gerade aus dem nach oben und unten gucken. Ist ein bisschen blöd, aber ist ja in der First Person hier egal. Wir sind jetzt quasi beim letzten Mal, waren wir im Waisenhaus in Silent Hill, wo irgendwelche Rituale durchgeführt wurden und haben die Passage noch hinter uns gebracht und sind jetzt wieder zurück in unserer Bude. Homecoming war der Wii-Teil, ne, in dem man nicht kämpfen kann. Nee, warte mal. Homecoming habe ich gespielt. Hat mir nicht gefallen. Homecoming ist der Teil, wo man vom Krieg zurückkommt oder sowas, ne, am Anfang. Habe ich eine Zeit lang gespielt, aber hat mich nicht gehuckt damals. Okay. Wer ist denn das? Ah, der Hausmeister, den kennen wir schon. Wie hieß er gleich nochmal? Was war der Titel offiziell im Spiel, den ich nicht kannte? Der Safe Master. Nee. Wie hieß der? God Person. Irgendwas sehr Cooles. Warum steht der da und starrt meine Tür an? Hallo Hausmeister, hast du nicht irgendwo ein verstopftes Klo zu reinigen oder so? Musst du hier mich so anglotzen? Naja. Shattered Memories ist dann der Wii-Teil, ja, okay, genau. Gucken wir mal nochmal durchs Loch in der Wand. Die starb mich auch an. Ist unsere Hauptfigur ein bisschen paranoid vielleicht? Silent Hill Homecoming ist einer der Teile, die es für die PS3 gab. Homecoming habe ich gekauft, als der relativ neu draußen war, ja. Aber der hat mich irgendwie nicht so gehuckt. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Naja, I guess wir gehen wieder ins Loch, oder? Das Loch hat sich schon wieder verändert. Und ich glaube, ich kann die Stimmen von Kindern hören.
Will you go in? Yes. Es kann... Weiß ich nicht genau. Ich bin mir bei Silent Hill nicht so sicher. Aber auf jeden Fall gab es einen Teil, der eine Zeit lang Wii-exklusiv war, weil der auch sehr viel Motion-Control-Features genutzt hat. Kann aber natürlich sehr gut sein, dass der dann auch für alles andere umgesetzt wurde nach einer gewissen Zeit. Silent Hill Wii. Ich guck mal. Wii. Genau. Wii war Shattered Memories. ...2009 für Wii, 2010 für PlayStation 2, also ein Jahr exklusiv war das für die Wii. Hi Crimson, das bin ich. Wie ist das Spiel? Das Spiel ist ein bisschen sehr leise, oder? Ich glaube, dass ich habe mir auch in meiner Aufzeichnung vom letzten Mal gedacht, ich glaube, das Spiel darf wieder ein Ticken lauter werden, oder? Achtung, ich hau mal was. Hört man das irgendwie einigermaßen? Na, die Ausschläge sind eigentlich okay-isch, oder? Hi, Crime. Gucken wir mal. Das Schloss ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Wo kam gerade der Schatten her? Was ist da an der Wand? Das ist irgendwie durchsichtig. Ich weiß nicht genau, ist da was auf der anderen Seite der Wand, das so durchschimmert? Oder? Naja, nehmen wir mal hier die Pistol Bullets. Hey, ich glaube, ich habe noch nie die Pistole benutzt, oder? Ich habe immer alles mit meiner Stange verprügelt bis jetzt. Da gehen irgendwelche Leute irgendwo vorbei. Wie viele Teile gibt es überhaupt von Silent Hill, meinst du? Da hat mich das letzte Mal schon jemand gefragt. Da habe ich gesagt, mindestens 10. Und ich habe mal nachgeguckt, weil es mich auch interessiert hätte. Und ich meine, wenn man die Spin-offs und so mitrechnet, dann geht es eher Richtung 20. So. Da ist eine schlampig geschriebene Notiz auf dem Boden. Glück! Glück gehabt! Ich bin endlich aus der Zelle entkommen. Ich habe beschlossen, dass ich mich vorsichtig hier im Gebäude umsehen sollte. Der gruseligste Ort war der erste Stock im Keller. Da gibt es eine Küche im Nordosten. Auf der anderen Seite im Nordwesten ist eine Todeskammer. Aber um da reinzukommen, muss man die richtigen Nummern eingeben. Und ich kenne die Nummern nicht. Und es war zu dunkel, um das Panel überhaupt zu sehen. Also bin ich nicht reingegangen. Okay, danke für den Hinweis. Wissen wir Bescheid, wenn wir zum Rätsel kommen. Oh, hallo. He's gonna kill me. Aber reden tun die schon sehr leise, ne? Walter wird ihn töten, sagt er. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Schade. Hätte ja sein können. Silent Hill 4 ist auch mal ganz nett. Einmal durchgespielt war übrigens nicht meine eigene Xbox. Walter's gonna kill me. Überall diese komischen Würmer, Maden. Aber die sehen komisch aus. Ja, ich hab's mir auch gedacht, ne? Ich möchte ja, während ich jetzt die Resident Evil Reihe durchspiele und die wird uns ja noch lange begleiten, möchte ich so ein bisschen, ja, die Stimmen sind sehr leise, ne? Ich weiß halt nicht, wo jetzt die Stimmen mit dabei sind. Machen wir mal die Geräusche ein bisschen lauter hier. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ich will so ein bisschen Spiele nachholen, die ich selber verpasst habe. Die ich selber nie gespielt habe. Naja, ich habe zwar eigentlich noch nichts gemacht, aber gehen wir ruhig mal zurück und speichern, nachdem wir die andere schlampig geschriebene Notiz gelesen haben. Um in den Überwachungsraum in der Mitte des Komplexes zu kommen, muss man
die Körperbeseitigungsklappen in den Zellen nutzen. Aber im ersten und zweiten Stock sind diese Zellen verschlossen. Das ist dafür gemacht, dass die Kinder sie nicht entdecken. Wo sind wir hier eigentlich? Wo bin ich hier eigentlich gerade gelandet? Ich habe das noch gar nicht so in Frage gestellt. Aber irgendwie ist das wie ein Gefängnis, ne? Wir sehen Blutspuren und Folterutensilien, richtig krasser Scheiß. Und Todeskammern und Leichenentsorgungsanlagen. Und jetzt wird hier von Kindern geredet. Hat das noch mit dem Waisenhaus aus Silent Hill zu tun? Das ist ja heftiger Scheiß. Vielleicht sind das Silberfische, aber ordentliche Silberfische. Die würden Ratten verspeisen. Mittwoch ist meistens Special Stream. Ja, genau, ist Bonus Stream. Also musst du in den ersten Stock von einer der Zellen aus in den dritten Stock. Ich weiß, wie das geht, aber es ist wirklich, wirklich scheiße. Außerdem funktioniert das Licht nur im dritten Stock. Okay. Das habe ich nicht verstanden. Aber wir gehen jetzt ins Loch. Ach so, genau, das habe ich vorher schon gelesen. Wegen dem Resident Evil Remake. Nee. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Remake du meinst. Resident Evil hat, glaube ich, sogar noch mehr Spiele, das stimmt. Gibt es denn außer dem Teil 1 Remake noch weitere Teile, die für die PS4 geportet wurden? Von Resident Evil meinst du jetzt? Oh, alles Mögliche. Für die PS4 gibt es wirklich alle möglichen Teile. Ich glaube, Zero, 1... Ist Resident Evil 2 und 3 Remake, sind die auch noch für die PS4 erschienen? Wahrscheinlich, oder? Und 4, 5, 6 sowieso, also da gibt's alles. Da hat man die freie Auswahl. Genau, sind sie. Village und 7 bestimmt auch. Also ich glaube, auf der PS4 kriegst du so ziemlich fast alles, was jemals erschienen ist, außer Original 2 und Original 3. Wahrscheinlich Code Veronica auch, bin ich mir nicht ganz sicher. Naja. Oh, warte mal, der Fernseher brutzelt. Warum brutzelt der? Ich kann mich nicht erinnern, den angemacht zu haben. Ja. Oh, guck mal, da habt ihr was durch die Tür geschoben. Eine blutige Notiz. Ich guck mal durch den Spion. Vielleicht sehe ich jemanden. Nope, niemand. Oh doch, da ist jemand. Der Hausmeister. Der Oberchief Sergeant Person. Naja. Es gibt nur eins, dass ich dann das Spiel nicht mag. Ich kann nicht reden. Es gibt nur eines, das ich an diesem Spiel nicht mag. Und Highlands with Bird Rider. Wie läuft das Game? Es läuft gut. Es läuft bis jetzt. Hatten wir, glaube ich. Also wenn es mal funktioniert jetzt, funktioniert alles gut. Aber ansonsten... Ja, und was ist das eine, das du an dem Spiel dann nicht magst? Hi T-Bone. Oh, jetzt höre ich auch Kinderstimmen oder sowas. T-Bone, Dankeschön für die Bits. Und guck mal, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe nicht hingeguckt. Aber ich glaube, der Timer ist nach oben gegangen, oder? Der Timer ist gerade nach oben gegangen. T-Bone, Dankeschön übrigens, sehe ich gerade für die 1000 Bits. Das ist ja super großzügig von dir. Dankeschön, super nett. Und das bedeutet, dass der Stream heute jetzt schon ein bisschen länger geht als 9. Dankeschön. Dass die keine Krankenschwestern haben. Ah, aber... Ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Wisst ihr, ich bin so ein Silent Hill 2-Nerd. Aber ich habe tatsächlich relativ wenig andere Silent Hill-Spiele wirklich ausführlich gespielt und fand die meistens auch nicht besonders gut.
Ich bin Silent Hill 2 finde ich großartig und alles andere, was ich bis jetzt gespielt habe, so okay. Außer, na gut, der erste war schon auch cool. Keine Ahnung. Aber was ich damit sagen will, ist, für mich gehören auch von der Story her. Oh Gott, jetzt kommen die Bandmonster wieder. Oh, danke für den Boost. Auch von der Story her passen die Krankenschwestern ja vor allem auch in die Psyche von James im zweiten Teil. Deswegen schätze ich, dass ich die da immer am sinnvollsten fand. Ich meine, in Silent Hill ist es ja so, dass die Monster schon auch irgendwie Sinn machen müssen und passen müssen, ne? Deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn da nicht immer die ikonischen Monster in allen Teilen vorkommen. Wartet, liegt da was? Tatsächlich, da liegt was. Eine Heiligenmedaille. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann gemeinsam mit einer Waffe ausgerüstet werden. Anti-Geister-Effekt. Aber wird irgendwann kaputt gehen. Ach, heißt das, dann kann ich Geister töten damit? Oh, das ist so schön, aber leider nur kurze Zeit, ne? Bei mir ist alles gut, T-Bone, und Dankeschön. Ich meinte von Silent Hill Spielen für die PS4 geportet. Wurde Resident Evil, weiß ich. Aha, okay. Bei Silent Hill kann ich es dir nicht genau sagen, was da auf der PS4 verfügbar ist. Bei Silent Hill 3 hatte ich im Krankenhaus einen Bug beim Telefon, konnte nicht abnehmen. Na, sowas ist natürlich blöd, ne? Das ist natürlich mega frustrierend. Ich glaube, du kannst die Geister weniger damit töten, sondern eher versiegeln. Aber ist das Gleiche? Mir ist eigentlich wurscht, wie es heißt. Hauptsache, sie sind weg. Guck mal, hier sitzen überall die Kolibri-Fledermäuse, aber die greifen mich irgendwie nicht an. Ich will jetzt gar nicht los... Ah. Na, super. Yeah. Ich muss sagen, die Standard-Tastenbelegung von der Tastatur ist wirklich richtig scheiße. Und ich bin mega froh, dass ich es jetzt hier mit Controller spielen kann, weil da funktioniert zumindest der Kampf jetzt sehr viel besser. Das war wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut durchdacht, die PC-Steuerung von Haus aus. Ganz seltsam. Hast du 4 heilige Schwerter für mich? Ich sammle die. Ich befürchte nicht. Wartet mal kurz. Mein Handy läutet. Ich muss mal ganz kurz rangehen. Ich bin sofort wieder da. So, bin schon wieder da. 4 heilige Schwerter. Ich verstehe nicht. Ich weiß, wofür das Modell Ja ist und wie du Geister loswirst. Wenn du dann einen Tipp willst, frag nur. Also, ich würde das einfach mal testen, aber du kannst mir das gern sagen, wie das funktioniert. Das ist jetzt für mich nicht großartig ein Spoiler. Welcher Teil gilt als der beste? Silent Hill? Ich denke... Weit und breit so ziemlich der zweite. Ich glaube, da sind sich die meisten einig, dass der zweite Silent Hill Teil der beste ist. Ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Präferenzen noch. Weil wisst ihr, das ist halt so ein bisschen die Sache, weil, sind wir mal ganz ehrlich, auf einer Gameplay-Ebene vom Spiel her, vom tatsächlichen Spiel, ist kein Silent Hill gut. In dem Sinne. Es ist eher wirklich so ein bisschen die Stimmung und das Feeling und der Grusel in so einem Silent Hill. Und das ist halt teilweise sehr individuell.
Deswegen gibt es da, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen zu vielen Silent Hill-Spielen, weil manche holt eben das eine mehr ab vom Feeling her, vom Setting her und manche eher das andere und vom Design. Aber so alles in allem ist es 2 auf jeden Fall gilt so als das Tiefgehendste, das Cleverste, das Intelligenteste. Ne? Da kann man viel reininterpretieren. Das macht auch Spaß, da so mit zu interpretieren und die Story zu verfolgen und zu versuchen zu entschlüsseln. Und dann kann man sich richtig reingraben. Das ist schon cool. Hi, Onkel Steffi. Witcher 3 auf Pause. Der Stream ist gerade irgendwie interessanter. Das freut mich, dass ich mit Witcher 3 konkurrieren kann. Ich bin schon auf das Remake gespannt, weil ich denke, als Neuling ist das Remake bestimmt ein guter Einstieg. Schauen wir mal. Ich habe ehrlich gesagt keine große Hoffnung für das Remake. Nach allem, was man bis jetzt gesehen hat, habe ich nicht das Gefühl, dass die Essenz von Silent Hill 2 gut einfangen kann. Aber man kann ja hoffen, man muss abwarten, ne? Habt ihr das neue Dragon Age mitbekommen, das jetzt gezeigt wurde? Wie soll ich denn da jetzt drauf treten? Das ist ja voll gemein. Okay, so geht's auch. So, dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Downpour. Ah, Silent Hill Downpour. Habe ich das gespielt? Ah, ich glaube nicht, nee. Das war ein random Sound. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte, hä, was ist das jetzt? Was ist passiert? Das Medaillon wirkt wie heilige Kerze und schützt dich und eine gewisse Person vor den Auren der Geister, auch in der Wohnung. Du kannst Geister umschießen und mit dem heiligen Schwert festnageln. Sobald das drinsteckt, ist der Geist außer Dienst. Sobald du es rausziehst, keckt er wieder los. Ist das Absicht, dass du keckt geschrieben hast? Finde ich irgendwie gut. Finde ich passend. Okay. Also im Endeffekt lasse ich das mit den Schwertern, glaube ich, einfach, oder? Mit den Geistern. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, wenn ich mir das so durchlese, dass das irgendwie viel zu umständlich ist und man kann die Geister einfach ignorieren. T-Bone, Dankeschön für die Bits. Genau. Irgendwie, ich bin so verwirrt gerade. Ich habe gerade nochmal geguckt. Irgendwie spackt heute mein Minifeed ein bisschen rum. Der spinnt heute ganz schön. Downpour war besser als Homecoming, fand ich. Boah, ich muss euch ganz ehrlich sagen, alles nach Silent Hill 4 bringe ich durcheinander und hab's nie so wirklich gespielt. Ja, gehen wir mal die Leiter hoch, dann sparen wir uns irgendwie, glaube ich, den Gang hier ein bisschen, oder? Teilweise zumindest. Autsch. Nein, hau doch ab jetzt. Au, die hauen mich gerade ganz schön durch die Gegend. Einige Geister müssen festgenagelt werden. Ja, wenn ich das schon wieder mitkriege, habe ich schon wieder keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich sag's euch ganz ehrlich. Diese unsterblichen Gegner, diese Geister, die waren meiner Meinung nach ein Riesenfehler. Ich glaube, das Spiel wäre so viel unterhaltsamer gewesen, so viel schöner, wenn die das nicht gemacht hätten. Bin ich kein Fan davon, wirklich nicht. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Wie heißt dein Twitch-Kanal? Einfach Lensquid Bird Rider, wie alles andere. Homecoming war das mit dem Militärguy, genau, ja. Genau. It's locked. Ich kann dich leider nicht rauslassen. Homecoming habe ich definitiv gespielt, da kann ich mich dran erinnern. The lock is broken. Ich kann die Tür nicht öffnen. Sind wir jetzt schon einmal im Kreis gelaufen? Ah, nee, hier waren wir noch nicht drin, tatsächlich.
Hier steht was geschrieben. Ich habe es satt, beobachtet zu werden. Und dann hängt hier ein Strick. Ah, jetzt verstehe ich. Guck, durch das Rohr kommt wahrscheinlich das Licht. Nee, das kann, macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Ist über mir irgendwie eine Glasdecke oder so? Ich kann leider nicht nach oben schauen. Oh, meine Steuerung ist gerade kaputt. Jetzt geht's wieder. Das Spiel ist sehr, sehr gut. Okay. Macht der auch einen Luftballon? Ich hau mal nur auf die Luftballons. Und jetzt? Das hat sich jetzt ein bisschen angefühlt wie ein Zelda-Rätsel. Ich dachte jetzt, erscheint hier eine Schatzkiste und ich krieg den Kompass oder so. Ha. Weird. Begeistert muss ich sofort an Luigi's Mansion denken. Ja, wenn ich wenigstens den Schreck weg 0815 hätte, dann wäre das ja überhaupt kein Problem. Das wäre eigentlich richtig cool, wenn wir so einen Geisterstaubsauger hätten. Das wäre ein bisschen weird für Silent Hill, gebe ich schon zu. Aber das würde mir wenigstens Spaß machen. Die Geister wegsaugen wäre ziemlich cool. Hallo. Hey, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich habe alles durchsucht. Es gibt keinen Schlüssel für deine Zelle. Du bist des Todes geweiht. Sorry. Ich habe alles versucht. Was ist eigentlich das Gelbe da? Ach so, das hätte ich vielleicht mal in die Kiste packen können, ne? Machen wir beim nächsten Portal. Get me out. Habe ich irgendwie sowas wie eine Map? Gut, jetzt gucken wir mal. Was sind das für blaue Ringe, die da eingezeichnet sind? Das wäre schon mal interessant. Da ist der nervigste Ring der Welt. Ja, und hier geht's nicht weiter. Also, dann schaue ich mal, was das für blaue Ringe sind, ne, auf der Map. Das sind die blauen Ringe vielleicht einfach nur die Ventile hier? Und wenn ja, warum? Das ist ja seltsam. Irgendwie schon, I guess? Hä? Warum werden die mir hier angezeigt? Die Lampen oder was? Oder die, wirklich die Rohre? Kann ich die Rohre hauen? Also ja, ich kann sie hauen, aber halt ohne Effekt, ne? Genau, und oben läuft irgendjemand im Kreis, wenn ich da reingehe. Was? Oh, warte mal. Es gibt eine Tür, die ich anscheinend noch nicht probiert habe. Was? Die da. Nee, hier war ich schon. Die nächste. Die nächste habe ich anscheinend noch nicht getestet. Okay. Aha, kann nicht geöffnet werden. Na gut, okay. Schade, hätte ja sein können. Was mache ich denn? Wo muss ich hin? War ich schon. Komische blaue Ringe. Okay, gehen wir nochmal in den Keller. Vielleicht müssen wir uns da unten nochmal genauer umschauen. Jetzt gehe ich erstmal in die Wohnung. Ich kann dich nicht rauslassen und ich kann... Warte mal, habe ich schon versucht, den Mann anzuklicken? Bestimmt, klar, ich habe versucht, seine Tür zu öffnen. Aber es wundert mich so, dass ich nicht mit dem interagieren kann. Warum kann ich nicht mit dem reden? Oh, er will mich küssen. Und jetzt? Naja, okay. Ich weiß auch, Downpour, mir sagt der Name was, aber ich kann damit auch gar nichts in Verbindung bringen gerade. Enter the hole. Also aktuell würde ich eher empfehlen, das Original Silent Hill 2 zu spielen, auch wenn das Gameplay technisch schon wirklich ist ein bisschen, muss man schon zugeben. Und nicht aufs Remake zu warten. Wäre so spontan aus dem Bauch raus meine Empfehlung. Silent Hill Downpour erschien für die PlayStation 3.
Das sagt mir gerade wirklich. Ich glaube, das habe ich nie gespielt. Nee. Ich glaube, das habe ich nie gespielt. Das hat ziemlich schlechte Bewertungen bekommen. Oh, ist das das? Ich glaube, ich habe 10 davon gesehen. Ist das das, das so ganz schlimm verbuggt irgendwie rausgekommen ist? Das teilweise kaum spielbar war, weil die Kamera ständig hängen geblieben ist und lauter so Sachen. Ich meine schon. Weil nicht, haben wir irgendwas erreicht, seit wir das letzte Mal hier waren? Ist egal, wir speichern. Wir haben ja kein Farbband oder irgendwas, das wir verlieren würden dadurch. Das mit dem Postboten und dem Typ im Knast. Da muss ich an Psychonauts denken. Ah ja, stimmt, die rote Notiz habe ich beim letzten Mal ganz vergessen. Da gibt es die... Nee, das ist kein Postbote, das ist ein Milchmann in Psychonauts. Die Milchmann-Verschwörung, das ist ein cooles Level. Okay, da ist nochmal was mit roter Tinte geschrieben oder Blut oder so, wir wissen es nicht. In letzter Zeit habe ich mich so gefühlt, als wäre mein Leben in ernsthafter Gefahr. Ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht, aber ich habe diese Art der puren animalischen Angst noch nie verspürt. Wenn mir irgendetwas passieren sollte, werde ich hier aufschreiben, was ich in Erfahrung bringen könnte. Für wen auch immer, für die Person, die auch immer als nächstes in diesem Apartment leben wird. Ich habe einen Massenmord untersucht, der vor 7 Jahren passiert ist. Dort wurden 10 Leute in 10 Tagen getötet. Ich verstehe. Ich verstehe, jetzt muss ich gleich nochmal durch Schlüsselloch schauen. Sie wurden auf verschiedenste Arten und Weisen getötet. Aber das, die eine Sache, die sie alle gemeinsam hatten, war, dass jeder Körper Nummern, die folgenden Nummern eingraviert hatte, in Reihenfolge ihres Todes in ihre Körper geschnitten. 01121, 02121, 03121. Moment mal, das ist... Genau, das ist genau die Reihenfolge, die wir jetzt haben. Aber wir waren jetzt schon bei 6 und 7. Wo sind dann, wenn es 10 Morde waren? Außerdem war auch der Name des Killers hineingeschnitten. Sein Name. Dankeschön für die 50 Bits. Yay. Dankeschön, Tibon. Sein Name war Walter Sullivan. 4. April. Okay. Und jetzt passt mal auf. Da an der Wand steht wieder der Hausmeister so blöd davor. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hope this is not 8. Chris's sandwich. Dankeschön nochmal, T-Bone. Nee, stimmt meine Theorie leider nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind da draußen 10 alte, weil das sind alte und frische Blutabdrücke, ne? Und ich dachte mir gerade so, hey, vielleicht sind da 10 alte Blutabdrücke an der Wand und die restlichen frisch. Aber so ist es leider nicht. Es sind nur 2 frische, die beiden, die ich mitbekommen habe. Aber das heißt, wir sind jetzt schon bei 17. Das heißt, es wird nach der Logik, wenn sich der Massenmord wiederholt, nur noch 3 weitere Opfer geben. 8, 18, 19 und 20, 1, 2, 1. Okay. Nee, wir gehen wieder zurück. Geh mal weg, Kater. Geh mal bitte weg. Der Timer ist heute ein Experiment. Ich habe gestern während des Streams gesagt, hey, vielleicht sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, dass man so eine kleine Gegenleistung für Bits und sowas hat. Weil Subs schalten ja quasi schon neue Bonus-Streams frei, aber Bits hatten bisher quasi noch keine Bonuswirkung in irgendeiner Form. Und jetzt habe ich hier heute mal testweise den Timer eingerichtet. Der erhöht sich immer ein bisschen, wenn irgendwelche Bits und auch Subs noch zusätzlich reinkommen. Und dann machen wir heute ein bisschen länger. Dann testen wir mal und pendeln uns da mal ein, ob das eine gute Idee ist. Ich wollte zur Kiste gehen. Mein Kater sitzt leider gerade vor dem Chat,
Also ich kann euch gerade nicht lesen, kurz. Nur, dass ihr es wisst. Ich bin gerade blind. Und jetzt kann ich leider nicht mehr reden, richtig. Weil mein Cutter das Mikrofon headbumped hat. Komm her, du kleiner Stinky-Kater. Kleiner Stinky-Kater, du. Festhalten, Kater. So. Let's go. Enter the hole. Cat content. Yay. Wie genial ist bitte dieser random Sound jetzt gerade, oder? Wie perfekt kann eigentlich so ein random Sound passen? Sehr gut. Hey, Desert Railgun. So, ich gehe noch mal runter in den super nervigen Arschkeller. Habe ich wirklich Bock drauf. Au, 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 Kater, bitte. Hä, seit wann ist hier eine Tür? Nee, nee, auf der Tastatur kannst du nicht liegen, Kater. Entweder hier auf meinem Schoß oder du musst runtergehen. Aber nicht auf der Tastatur. Nee, das ist verboten. Seit wann ist hier eine Tür? Bin ich durch das Klettern der Leiter irgendwie in eine andere Realität geklettert? Hey, warte mal, ich bin... Nee, hä? War da schon immer eine Tür? Ich meine, sie ist eh verschlossen, ne? Ist egal, aber... Schon komisch. Bei dem Sound schauten hier gerade alle vier Katzen auf. Kater Nummer 2 kommt auch schon. Ich weiß nicht, warum ich gerade so belagert werde von den Katzen. Hilfe. Können wir hier irgendwas machen vielleicht? Guck mal, das sieht doch verdächtig aus. Ah, ein Schlüssel. Ja, das ist gut. Der Water Prison Exit Key. Mhm, okay. Key found in the water wheel room, also im Wasserradraum, im Keller. Oben ist eingraviert. Wo war denn bitte der Schlüssel? Den hat man jetzt aber nirgends gesehen, oder? Außerdem steht da noch was. Um das Licht im dritten Stock, in den Zellen im dritten Stock anzumachen, muss das Wasserrad gedreht werden. Erinnert euch daran, dass das Wasser fließen muss. In die Richtung des Wasserrads, ja. Außerdem muss man natürlich das Sluice Gate öffnen. Sluice Gate. Auf dem Dach. Mhm. Okay, okay, okay. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Das ist doch schon mal gut. Und wir müssen noch irgendein Gate öffnen. Hi, Burgi. Nee, heute kein Fallout. Heute ist Bonus-Stream, da haben wir immer Bonus-Spiel. Und das aktuelle Bonus-Spiel ist Silent Hill 4. Le Rum. Le Rum. Stiller Hügel 4, der Raum. Ich find's... Warum ist die Tür so riesig? Ich komme nicht mal an den Türgriff ran. Ey, als wäre ich irgendwie ein Hobbit, oder? I can't open it very wide. Ich kann es nicht... Aber einen Spalt können wir es öffnen. Hey, wir können durch den Briefschlitz, glaube ich, fast durchklettern, wenn die noch ein bisschen größer wäre. Naja, gehen wir mal wieder hoch, befürchte ich. Aber wenn wir hier oft durch diesen Spiralraum mit den Greifgeistern müssen, da habe ich auch Bock drauf. Aber ich habe das Gefühl, mit den Leitern kann man den eigentlich ganz gut umgehen. Also insofern, Okay, jetzt passt auf. Ich nehme die Leiter und dann müsste ich neben der Tür stehen, oder? Seltsamerweise. Guckt, und hier ist keine Tür. Wartet mal. Ach so. Ja, tatsächlich, hier ist eine Tür. Okay, die Tür ist von innen versperrt. Nein, Kater, du kannst dich immer noch nicht auf die Tastatur legen.
immer noch verboten, leider. So, schauen wir mal, für was der Schlüssel ist. Vielleicht für die Tür? Ah, tatsächlich. Exit. Okay, dann können wir jetzt gehen. Wir haben es, glaube ich, durchgespielt. Yes. Das war ein leichtes Level. Ah, schade. Nehmen wir mal die Leiter. Wow, sind wir irgendwie in einer Raumstation oder sowas? In der oberen Erdatmosphäre? Oder ist das ein Wasserfall? Oder was soll mir das sagen? Okay, wo bin ich jetzt? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Der Dungeon hier ist ein Labyrinth. Was ist denn los? Ich gehe mal erstmal wieder zurück. Ich kletter jetzt erstmal ganz nach oben. Wir müssen irgendwas auf dem Dach öffnen, damit es Wasser fließen kann. Wow! Mein Gott, ist das riesig hier. Holy shit. Ah, und wir müssen das aber auch in der richtigen Seite öffnen anscheinend oder irgendwie sowas, ne? Jetzt weiß ich es auch nicht. Ich turn mal den Handle. Versuch's doch momentan alle Vorurteile durch Vorurteile, Vorurteile, ja, ist lustig. Lustiger Autokorrekt, durchzuspielen. Spielst du dann irgendwann auch Fallout Shelter? Das ist eine gute Frage und eine gute Idee. Ich habe tatsächlich schon mal Fallout Shelter eine Zeit lang gestreamt, vor langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwo existieren noch. Und Fallout Shelter hat so ein bisschen das Problem, dass das halt nicht unbedingt ein Spiel ist, das sich sehr gut für sowas eignet, weil man oft sehr lange Wartezeiten hat und manchmal aber dafür auch schnell reagieren muss und so. Aber theoretisch könnten wir und müssten wir das vielleicht auch machen. Why not? Ich werde mit der Serie nicht warm. Ja, ich meine, warum nicht? Ich finde die Serie wirklich gut. Aber ich habe auch so meine Kritikpunkte. Das ist so super Fallout-nerdige Lore-Kritik, ne? Aber ja. So, das müsste wahrscheinlich der dritte Stock sein. Das heißt, vermutlich ist es in den Zellen dunkel. Okay, so viel dazu. Hier liegen Kleidungsstücke auf dem Boden. Sag mal, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube nämlich, da war irgendwas. Da ist gerade irgendwas ins Bild geflogen, als ich hier reingekommen bin. Oder? Ja, da ist was. Oh, die Igel sind größer geworden. Wer hat jetzt hier wen attackiert? Ich bin mir nicht sicher. Hey, wenn hier überall so Igel sind, gehe ich lieber... Ah, warte, ich kann auch die Kamera so drehen. Die sind groß. Oh Gott, was ist denn das da hinten? Erschrocken, danke schön. Oh Gott, oh Gott. Danke für die Bets, T-Bauen. Der Zwilling. Ich werde einfach mal mit dem Knüppel draufhauen auf den Zwilling. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin in Gefahr oder ich habe Probleme. Ich bin vor dem Überwachungsraum gestanden und habe so laut geschrien, wie ich konnte, aber niemand ist rausgekommen. Es ist ein Tagebuch. Wir haben Rindfleischsuppe gestern gehabt. In der Cafeteria habe ich gehört, dass es eine Todeskammer hinter der Küche gibt. Und dass sie das Fleisch direkt von den toten Personen nehmen und es kochen. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ja, das ist okay.
Okay, Zwilling. Bist du böse? Nimm das! Nimm das alles! Ja! So sieht's nämlich aus, Zwilling. Bam! Einfach niedergeknüppelt. Der hat auch schon so einen coolen Gang, unser Hauptcharakter, ne? Der ist irgendwie krass. Zumindest kommt das nicht. Weißt du, der ist so unberührt von dem allen. Der im Gegensatz zu den anderen Silent Hill-Figuren aus den ersten beiden wirkt der nicht irgendwie so schwach und gebrechlich und ängstlich. Der ist irgendwie so, guckt ihn euch an, wie er da steht mit seinem Knüppel. Dem ist ja alles scheißegal. Ja, noch einen Igel zertreten und dann marschieren wir hier weiter durch. Oh, Wandgeister. Halt, stopp! Dammit. Okay, ich gehe ja schon wieder. Ah, noch so ein Zwilling. Den hauen wir auch noch weg. Da steht was auf dem Papier. Jetzt sieht es so aus, als würde ich schlafen. Ah, weiß ich nicht. Wenn man wirklich nur so mit sehr zusammengekniffenen Augen drauf guckt, dann vielleicht, ja. Dann vielleicht. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Für die Mobile-Version von Fallout Shelter gibt es auch eine extra App, wo man sich alle Ressourcen unendlich haben bzw. cheaten kann. Ja, aber das ist ja dann lame. Nee, nee, wenn dann schon richtig. Aber kann man Fallout Shelter in irgendeiner Form durchspielen? Das wäre vielleicht eher was für einen Bonus-Bonus-Stream, für einen Fallout-Bonus-Stream irgendwann mal vielleicht sowas, ne? Das könnte ich mir eher vorstellen. Es gibt von dir im Fallout Shelter Let's Play auf YouTube. Ah, okay, okay, okay. Ich habe das definitiv also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch mal gestreamt habe. Das weiß ich aber nicht mehr. Ha? Woher kommen diese Fußtritte, Schritte? Einfach nur Schritte, streicht Fuß. Woher kommen diese Schritte? Ich frage mich, ob sie mich gesehen haben. So, Zwilling. Au, die machen aber schon gut Schaden, wenn sie einen treffen. Zum Glück hat die KI ein bisschen Wegfindungsprobleme. So. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen oder gibt es hier mehrere Löcher? Ich glaube, hier gibt es eher mehrere Löcher. Ich glaube, so weit bin ich eigentlich noch nicht gekommen. Aha, alles klar. Aber dann schaue ich mir jetzt erstmal die letzten beiden Türen noch an, bevor wir in so ein Loch springen. Ich habe eh außerdem Angst, dass wir nicht mehr, also dass wir in die absolute Dunkelheit springen, weil wir noch kein Licht angemacht haben. Warte mal, bin ich jetzt im Kreis gegangen? Hier ist auch ein Loch. Es gibt einfach sehr viele Löcher. Ich habe die Karte vom zweiten Stock noch nicht. Ich glaube, es wäre interessant, sich erstmal den zweiten Stock anzuschauen, weil ich ja quasi... Ah! Oh! Ah! Ich glaube, schön langsam wird mir einiges klar. Guck mal. Ich glaube, die Rohre auf der Karte zeigen mir an, wo das Wasser gerade durchfließt. Weil hier haben wir jetzt einen Klecks im ersten Stock. Das heißt, dass das Wasser genau falsch runterläuft. Also aktuell bringt mir das noch nichts. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt verstellen kann. Aber gut. Vielleicht spielst du so lange Fallout Shelter, bis du eine Nuka-Cola-Anlage hast. Aber ich habe Fallout Shelter ein paar Mal gespielt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, dass man eh ziemlich schnell eigentlich seine Walls so ziemlich maximiert hat, was Räume und so angeht. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich meine schon über ein paar Tage hinweg, aber wenn man da immer wieder ein bisschen zockt, dann hat man das, glaube ich, also so meiner Erinnerung relativ schnell zusammen. Ich habe das jetzt gar nicht so super grindig in Erinnerung. Nur die Bonuspakete, die halt auch Geld kosten sollen, ne? Die kosten natürlich. Hey, ich glaube, bevor ich jetzt in so ein Loch springe, werde ich jetzt erstmal wieder rausgehen. Ja, treten wir noch auf den Igel, wenn du unbedingt meinst.
und erstmal weitergehen, weil ich würde mir gerne erstmal die anderen Stockwerke anschauen. Was ist das da? Sind das irgendwie... Ah, Fledermäuse. Meine erste Assoziation war Minen. Laserminen. Das wäre weird, ne? Würde so gar nicht in das Spiel passen. Oh Gott! Sind alle tot? Muss ich noch auf irgendwas drauftreten? Warum sollte ich hier lang gehen? Ich verstehe es nicht. Die Leitern... Also ich gehe jetzt mal alle Wege lang. Einfach mal um zu gucken, ob da was ist. Aber bis jetzt sind die Wege eigentlich nur Schikane, wenn doch eh die Leiter da ist, die mir die Wege verkürzt, ne? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Aber okay. So, nochmal auf die Karte gucken. Vielleicht spielst du Fallout Shelter als Bonusspiel, solange bis das Spiel dir nicht mehr so viel Spaß macht. Ja, sowas in der Art kann ich mir eben vorstellen. Immerhin ist der Grind in Fallout Shelter noch erträglich im Vergleich zu Fallout 76. Ey, ich habe Fallout 76 nicht, also nicht bis zum Grind gespielt, glaube ich. Ich habe damals, als das rauskam, da gab es auch noch keine NPCs oder sowas, habe ich es quasi durchgespielt. Ich habe die Story beendet und da hatte ich nicht das Gefühl, dass Grind notwendig war. Und das Endgame hat mich ehrlich gesagt dann nicht mehr interessiert. Da bin ich dann raus. Hallo, ihr komischen Dinger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wer ihr seid und was ihr macht. Bis jetzt wart ihr noch keine Bedrohung für mich. Aber ich haue euch lieber mal alle kaputt. So ist das halt. Das Schloss ist kaputt und kann nicht geöffnet werden. Das Schloss ist kaputt und kann nicht geöffnet werden. Ein Tagebuch. Es ist ein Tagebuch. Ich habe im Überwachungsraum... Nee, ich habe die ganze Zeit durch das Guckloch im Überwachungsraum geguckt. Und manchmal ist er da. Ich bin mir sicher, weil manchmal sehe ich Schatten, die vorbeigehen und ich höre Fußspuren. Ist mir auch schon aufgefallen, aber ich glaube, das war im ersten Stock komischerweise. Ist der Überwachungsraum zwischen dem ersten und dem zweiten? Das wäre weird. Was ist das hier? Schwarzpulver. Schwarzpulver. Da ist er. Über mir. Oh, da steht was an der Wand, oder? Da ist ein Graffiti an der Wand. Ich popel ziemlich viel. Mhm, okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Moment mal, vielleicht ist der Überwachungsraum in der Mitte, ne? Im Zentrum von dem Ganzen. Mm. Das würde Sinn machen. Hier ist einfach nur Blut. Ah, und ein Zettel. Da hat jemand seine Leine auf die Wäsche gehängt oder sowas. Da steht was auf dem Papier. Sieht aus wie die Handschrift eines Kindes. Ich habe in meine Hose gepinkelt. Ich werde sie waschen, damit es niemand rausfindet. Oh, ich habe gerade einen Schatten gesehen. Ich glaube, jemand hat mich gesehen. Das Spiel ist ein bisschen dark, ne? Das Spiel ist ein bisschen krass dark. Mieses Thumbnail. Ich habe überhaupt kein Thumbnail. Also wahrscheinlich wird YouTube... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Streams auf YouTube angezeigt werden. Ich vermute, wie Videos, ne? Dann wird wahrscheinlich irgendwie einfach ein Screenshot zu sehen sein. Ich habe Fallout 76 gespielt, weil ich nicht extra PS Plus kaufen möchte. Was ist denn so ungefähr die Story von dem Spiel? Achso, nicht gespielt. Die Story ist, dass sich relativ kurz nach dem Fall der Bomben eine Vault öffnet und die Leute sollen quasi rausgehen und die Zivilisation zurück in die Welt bringen, aber im Endeffekt macht man das gar nicht. Und eigentlich will Voltec Atombomben. Das ist so basically die Kurzform.
Okay, hier im zweiten Stock ist ziemlich lame. Ich kann hier nicht wirklich viel machen. Deswegen gehen wir jetzt wieder. Wahrscheinlich muss ich da wirklich erst durchspringen. Aber jetzt gehe ich erst noch mal runter. Aber vermutlich gehe ich jetzt einfach nur den Halbkreis, bis ich wieder im zweiten Stock bin, oder? Ich verstehe die Wendeltreppe wirklich nicht. Ob die irgendwann mal noch Sinn macht? Es sind nur super viel nervige Kolibri-Fledermäuse. Die sehen auch so ein bisschen aus wie kleine Flugsaurier, ne? Die haben so kleine Schnäbelchen. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, weird auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Es ist komisch. Das verstehe ich nicht, warum es die Wendeltreppe überhaupt gibt. Hey, Retro Gamer! Ich sehe, du hast den seltsamen Turm erklommen. Ja, bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Also nicht wirklich, aber ich weiß gerade auch nicht. Ich fand den Wald in Silent Hill eigentlich ein sehr cooles Kapitel. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber hier bin ich gerade schon wieder ein bisschen verwirrt. Das Level ist komisch, ja. Moment mal, ich habe bis jetzt nur einmal gekurbelt. Kann ich vielleicht einfach öfter kurbeln? Und dann öffnen sich andere Floodgates. Nee, warte, es sind alle Floodgates offen jetzt. Okay, na gut, okay. Dann kurbel ich nicht nochmal. Ich habe aber ehrlich gesagt die menschlichen NPCs zu Release überhaupt nicht vermisst in Fallout 76. Das war eigentlich nie ein Kritikpunkt von mir an dem Spiel. Das fand ich okay. So, wo waren jetzt hier die Löcher, durch die man springen kann? Die über nächste Tür. Also die nicht, die da. Und da werde ich jetzt einfach mal reinhopsen. Beziehungsweise gucke ich kurz auf die Karte. Wenn ich hier reinhopse... Aha! Oh! Wenn ich hier reinhopse, komme ich wahrscheinlich in den Kontrollraum im zweiten Stock. Im Überwachungsraum raus. Oh, das ist interessant. Wartet mal ganz kurz. Und wo würden die anderen Löcher hinführen? Auch. Okay. Scheiß drauf. YOLO. Jump in and find out. Ich hätte irgendwo speichern sollen, ey. Scheiße. Sind die marinierten Sachen, die im Kühlschrank liegen, zum allgemeinen Verzehr gedacht? Kannst du gerne essen. Ich habe mir das Mittag gemacht, aber die sind nicht sehr gut geworden. Aber hau sie dir rein. Aha. Das ist gar nicht der Kontrollraum. Aber es ist noch ein Loch. Da hüpfe ich halt noch mal rein jetzt. Seit heute gibt es ein neues Gebiet in Fallout 76. Ah, okay. Ich hätte die Idee, die grundsätzliche Prämisse von Fallout 76 finde ich eigentlich cool, aber für mich funktioniert das halt leider echt nicht als als Online-Spiel quasi. Das wäre als Singleplayer-Spiel so viel cooler und so viel besser gewesen, glaube ich. Und wenn man diese Idee von wegen, hey, ich bau die Zivilisation wieder auf und bevölker diese Welt neu und nach kommen die NPCs dann, die durch den Deal oder das Add-on dann auch eingeführt wurden. Das wäre richtig, richtig gut gewesen. Das wäre, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gewesen. Aber so als Multiplayer-Service-Spiel funktioniert es für mich leider eben nicht. Genau. Frau. Okay. Graffiti in Kinderhandschrift geschrieben. Ich werde beobachtet. Vom mittleren Raum. Hm. Waren wir hier schon drin? Ja. Ich glaube, oder? Meint ihr früher, wisst ihr, was ich schon langsam glaube?
Ich glaube schon langsam in dem Level, das habe ich gerade so komisch gesagt, gab es ursprünglich keine Leitern. Das ist meine Theorie. Meine Theorie ist, ursprünglich gab es hier keine Leitern. Und die Playtester, die das getestet haben, das Spiel, haben dann gesagt, ey, das könnt ihr nicht bringen. Ey, das ist so nervig. 100-mal die ganze Zeit diese Spiraltreppen hoch und runter laufen. Das muss geändert werden. Und dann haben sie die Leitern noch hinzugebaut. So fühlt sich das für mich gerade an. Im kommenden Update soll man als Ghoul spielen können. Ja, das ist cool. Das ist auch was, das ist ein Feature, das ist, finde ich, schon längst überfällig in Fallout, ne? Wenn schon Rollenspiel, wäre auch in Fallout 3 und 4 und eigentlich schon immer cool gewesen, wenn man vielleicht auch zu einem FEV-Mutanten oder einem Ghoul hätte werden können oder sowas. Das geht ja tatsächlich nur in Tactics. Das ist das einzige Spiel, das einem in der Fallout 3 bisher erlaubt, dass man also dass man auch andere Kreaturen spielt. Beziehungsweise kann man genau genommen auch im Brotherhood of Steel einen Ghoul nehmen. Ja, das stimmt. Ein Charakter ist ein Ghoul. Aber ja. Wo tauchen in dem Run überall Geister auf? Oh, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe Silent Hill 4 noch nie so weit gespielt, wie ich jetzt bin, weil ich immer schon vorher frustriert war. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Aber ich befürchte, es werden schon noch welche kommen, und zwar nicht zu wenig. So, dann hüpfen wir einfach mal in ein anderes Loch, oder? Auf die Haustiere warte ich immer noch. Haustiere finde ich auch gut. Ja, ich bin gespannt. Wir kommen ja auch natürlich zu Fallout 76. Das kann noch lange dauern. Vielleicht kommt vorher Fallout 5, wer weiß. Aber grundsätzlich steht es auf der Liste und bis dahin gibt es bestimmt schon sehr viele neue Features. Bin ich schon gespannt, wirklich. Naja. Nein. So, die Tür müsste wieder richtig sein. Karte. Mit Mods kann man Fallout 4, ja gut, mit Mods kann man natürlich vieles. Ups. Ja, von mir aus, dann gehen wir jetzt erstmal in das Loch da. Hüpf. Eine intelligente Todeskralle würde ich so gern mal wieder spielen. Das wäre großartig. Das wäre wirklich gut. Oh, jetzt sind wir nur wieder in dem Raum hier gelandet. Na gut, dann müssen wir jetzt noch in das letzte verbleibende Loch, das untere von den beiden. Und dann bin ich in alle Löcher gesprungen. Bin ich jetzt einfach von drei Löchern zweimal ins falsche quasi gehüpft? Das ist lame. Ja, ich weiß, dass er dich umbringen wird. Und wahrscheinlich kann ich nichts dagegen tun, weil du musst Opfer Nummer 18 sein, lieber Gefängniskerl. Ich kann da auch nichts dafür. Vielleicht bin ich sogar dein Mörder. Ich bin mir nicht sicher. Na, es kommt mir wirklich so vor. Ey, ich trau mich wetten, das war so. Die Leitern gab es ursprünglich nicht und die Playtester haben gesagt, das ist das schlimmste, bescheuertste Level. Haut bloß ab mit dem Scheiß. Niemand will 100-mal diese blöden Wendeltreppen voller Fledermäuse hochlaufen. Ihr müsst das ändern. Und dann haben die nachträglich da noch Leitern hingepackt. Genauso fühlt sich das Level an. Ich könnte drauf wetten, dass es genauso war. Okay, nochmal kurz auf die Karte gucken, vorsichtshalber, aber das muss schon passen eigentlich. In das Loch springen wir. Und dann landen wir hier in einem unbekannten Raum und da auch in einem unbekannten Raum. Zwei unbekannte Räume. Let's go. Ich hoffe, dass die haarigen Todeskrallen aus voller Tactics kennen sind. Das wäre cool. Ich hoffe auch. Hey, ohne Scheiß, warum sollte Bethesda die alleinige Macht darüber haben, was Canon ist und was nicht.
wenn du willst, dass die Canon sind, dann sind die für dich einfach Canon und fertig. Und falls irgendein zukünftiges Fallout-Spiel dem widersprechen sollte, dann ist das einfach nicht in deinem Head Canon Canon und fertig. So einfach ist das. Dieses ganze Level ist Kacke mit den ganzen Kreisen. Hi, No Name. Okay. Loch Nummer 1. Und jetzt Loch Nummer 2. Hui. Oh. Was? Nein. Oh. Wir haben hier noch ein Loch, Leute. Loch Nummer 3. Ja, na dann. Hui. Oh, oh Gott. Gleich zwei Zwillinge. Das ist gemein. Ich habe mich so erschrocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Sind das dann Vierlinge eigentlich? Ist aber auch mega gemein, oder? Die Kamera war gerade voll blöd. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, ich muss dringend auf die drauf treten. Damit. Okay. Oh, meine Güte. Doppelzwillingsattacke. Ich kann nicht mehr. So. Also, wir sind hier im Shower, im Duschraum. Mhm. Okay. Und dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Und jetzt sind wir in irgendeinem Durchgang. Mit irgendeiner Leiter. Oh, jetzt kann ich in die mittleren Kontrollräume, von wo der Schatten dauernd gekommen ist. Das ist schon cool. Das finde ich schon ganz cool, ne? Dass da jetzt die ganze Zeit so ein Mystery aufgebaut wurde, was wer sich da im mittleren Raum befindet und dieser Schatten, der da immer durchgeht und so. Und jetzt, bam, sind wir da und es ist soweit. Aha, ich habe die Tür jetzt aufgeschlossen. Okay, wartet mal. Dann gehe ich jetzt schnell zurück zum nächsten Speicherpunkt, zum nächsten möglichen. Einfach hier hoch. Und speichere mal kurz. Was war das bitte gerade für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Irgendwas hat gebrüllt wie ein Löwe oder so. Oh Gott. Enter the hole. Ich fand Silent Hill hier so gruselig, als es rauskam damals, weil es so die asiatischen Geister hat. Die kann ich echt nicht so gut packen. Hab's natürlich trotzdem durchspielen müssen. Ja, ich glaube, damals, als es rauskam, hätte ich es auch noch super, super duper viel gruseliger gefunden. Silent Bob 2492 ist jetzt ein Bird Rider. Silent Bob, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Freut mich sehr. Super nett von dir. Dankeschön. Ich speichere nochmal, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich gerade gespeichert habe oder nicht. mir geht's ganz gut. Gute Besserung, No Name. Ich kann mich nicht beschweren. Eigentlich. Warum kann ich eigentlich die kaputten Waffen aufheben? Ich heb mir das alles fürs Endgame auf.
Okay, dann gehen wir wieder runter in den Keller. Oder ins Waisenhaus, Kinderwasserturm, Gefängnis, whatever. Immer, guckt, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ist das so, weil mein Rechner zu schnell ist? Weil mein Rechner zu schnell ist? Weil es einfach so ein altes Spiel ist und die Ladezeit so kurz ist? Oder muss das so sein, dass unten im Eck, wenn ich in den Tunnel gehe, so ganz kurz so eine geisterhafte kleine Mädchengestalt erscheint? Aber dann ist sie gleich wieder weg. Creepy, auf jeden Fall. Na gut, dann gehen wir jetzt mal die Leiter hoch in den Kontrollraum. Ich habe ein bisschen Angst. Keine Zwillinge, die sich aus dem Schatten auf mich stürzen. Na gut, dann ist hier ein Dokument. Dieser Ort fällt immer mehr auseinander. Die Türen... The doors to a number... Ach so, die Türen von einigen Zellen können nicht mehr geöffnet werden. Als Resultat können die Kinder, die drin sind, nicht mehr raus. Aber je weniger sie darüber wissen, desto besser. Ich kann die Tür nicht öffnen, aber von diesem Raum auf kann ich sie beobachten. Und mehr emaciated. Emaciated? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich google das mal kurz. Wer, das würde mich gerade interessieren. Emaciated. Hä? What the fuck? Google drückt gerade durch. Ah! Wir haben es gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wie jemand aus Holy Tiramisu gemacht hat. Aha. Interessant. Abgemagert, dankeschön. Aus irgendeinem Grund, ich kann euch das eh mal kurz zeigen. Guck mal, das ist nämlich super gut. Hier, seht ihr das? Ist ein bisschen unscharf. Aber ich wollte das mit Google Translator übersetzen und Google blendet unten irgendeine Werbung ein. Irgendeine scheiß Werbung. Und ich kann die nicht wegdrücken. Die ist immer da, egal was ich mache. Das heißt, die Antwort auf die Übersetzung wird einfach nicht angezeigt. Das ist wirklich großartig. Okay. Also, abgemagert. Die werden immer abgemagerter. Dankeschön. Silent Hill Eisberg wäre tatsächlich voll interessant. Ich kenne mich aber mit Silent Hill, wie ihr merkt, leider echt nicht gut aus. Da müsste ich mich selber reinarbeiten. Aber so ein Eisberg-Video zu machen, ist immer auch eine gute Methode, selber sehr viel zu lernen. Weil man kriegt da einfach nur so Brocken hingeworfen und muss sich dann teilweise wirklich reingraben, um rauszufinden, was diese Brocken bedeuten. Könnte ich mal gucken, ob ich einen guten Fan-Eisberg finde und dann versuche, da eine coole Erklärung irgendwie. Schau, das ist auf jeden Fall eine Idee, Onkel Steffi. Aber mal gucken. Kuchen. Ohne Essen und ohne zu duschen werden sie zu stinkenden kleinen grauen Klumpen. Oh mein Gott, sind die ganzen Egel, auf die ich die ganze Zeit drauf trete, Kinder quasi. Oder so. Now here's a weird fucking door. Holy shit. Silent Hill geht mehr auf die Psyche als Resi. Ja, ja, genau, definitiv. Das ist der große Unterschied. Resident Evil ist halt eher so B-Movie-Action-Splatter-Scheiß, ne? Und Silent Hill ist eher so Psycho-Horror. Ich habe eine Frage. Welche Bruderschaft würde deiner Meinung nach gewinnen? Ostküste, Mittlerer Westen, Tactics? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, nach dem, was wir so gesehen haben, könnte das ein interessanter und harter Kampf werden? Kann ich schwer beantworten, weil die Fallout Tactics-Bruderschaft hat halt wirklich krasses Kriegsgerät. Die haben Panzer, Buggies, Jeeps, die haben Todeskrallen, die haben Supermutanten in ihren eigenen Reihen. Die sind über ein riesiges Gebiet erstreckt und rekrutieren fleißig Leute. Das ist eine ordentliche Armee.
Die der Ostküste ist aber auch nicht ohne. Die verfügt auch über große Ländereien und viel Kapazität. Und die haben Vertibirds, die haben die Lufthoheit. Das ist natürlich ein ziemlich großer Vorteil. Finde ich schwierig zu beantworten, aber ich halte zur mittleren Westenbruderschaft, wenn es zu einem Konflikt kommen sollte. Daumen sind gedrückt. Hallo, ich gehe vorlaut ungern fremd, aber heute schaue ich mal rein. Das freut mich, schön, dass du da bist. Fallout Eisberg war richtig cool. Das freut mich. Aber in Silent Hill ballern alle Schusswaffen nur 10 Meter weit. Frag mich warum. Naja, ist halt eben kein Kampfspiel eigentlich. Glaub, kennen wir Ostküste, weil die Priden ist ja in der Serie schon an der Westküste. Ja gut, die müssen jetzt nicht direkt, ne? Also keine Ahnung, die müssen ja nicht direkt über Bruderschaft des mittleren Westensgebiet geflogen sein. Ich frage mich halt, ob sowas wie die Priden als Basis in Wirklichkeit so sinnvoll wäre. Weil irgendwas, mit dem man das Ding aus der Entfernung runterschießen kann, haben die meisten größeren Fraktionen. Insofern bin ich mir da eh nicht so sicher, ob so eine Priden so eine gute Idee ist eigentlich. Wie gesagt, die Bruderschaft des mittleren Westens hat Panzer. Ich glaube, damit kann man die ganz gut runterholen, wenn die mal vorbeifliegt. Naja. Ich bin den Vorschlägen des Ingenieurs gefolgt und bin die Leichen losgeworden, indem ich Löcher unter den Zellen gegraben habe. Da jeder Bereich, jede Ebene kann rotiert werden in dem Gebäude, unabhängig voneinander, können wir so die Körper entsorgen, ohne dass die anderen etwas davon mitbekommen. Hä? Also, angenommen, alle Körper sind vertikal und so weiter. Aber warte mal, dann kann der die Kinder auch lebendig aus der Zelle rausholen, wenn die alle rotiert werden können. Dann kann der doch die Löcher da unter die Zimmer rotieren, wo die Türen nicht mehr geöffnet werden, während die Kinder noch drin sind, die Lebendigen. Hä? Dann gibt's überhaupt kein Problem. Was ist denn das Problem? Warum wartet er dann, bis die verhungert sind und graue Klumpen sind? PS, Chief, ich bin mir sicher, du kannst das überhaupt nicht erwarten, den Interrogation Room hinter der Küche zu sehen, oder? Ja. Ich verstehe deine Gefühle, aber ist es dir aufgefallen? Es gibt 3 Räume mit blutigen Betten. Einer ist im 1. Stock, einer im 2. und einer im 3. Wenn du diese 3 Räume, okay, in eine Reihe bringst, bingo. Okay. Das schreibe ich mir auf, falls wir das heute nicht mehr machen. 3 blutige Betten, eine Reihe. Bam. Ja, aber ich dachte, die sollen nicht in ihren Zellen sterben, sondern im Vertötungsraum, oder? Ich habe keine Ahnung. Die brauchen die doch für irgendwelche Rituale oder so. Oder ist das Ritual, dass die hier drin sterben sollen? Ich weiß es nicht. Aber er hat das im Anfang des Briefs irgendwie so dargestellt, als wäre es das Problem, dass die Türen nicht mehr öffnen können. Und dann sagt er so, ja, aber wir können jederzeit die durch Löcher irgendwie rausholen, die Toten dann. Und dann frage ich mich so, hä? Na gut. Ich baue eine Fatman-Granate auf eine Rakete vom Raketenwerfer. Also schieße ich Mini-Atom-Raketen. Ja, in einer Welt, in der jede größere Raider-Bande einen Fatman hat, ne? Ist, glaube ich, so ein Luftschiff einfach nicht so die allerbeste Basis, die dann so am flachen Horizont thront. Die Bruderschaft aus Fallout Tactics ist doch abgestürzt mit Luftschiffen. Vielleicht können die auch mittlerweile bessere Luftschiffe bauen und kennen die Schwächen. Ja, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen mit einem Panzer oder Atombomben oder Artillerie draufschießt, weiß ich nicht. Aber ja.
Aber ja. Die mittlere Westenbruderschaft hat auf jeden Fall, muss man neidlos sagen, die coolsten Powerrüstungen, finde ich. Von hier kann ich in alle Räume gucken. Hier haben wir einen Raum mit blutigem Bett. Okay. Ich kann jetzt auf jeden Fall in zwei Räume gucken, in denen ich noch nicht drin war. Nämlich der da. Da ist ein Loch drin. Und der da. Ah, da ist die Person, die bald sterben wird, drin. Und jetzt sind die auf der Karte auch aufgedeckt. Was ich irgendwie, glaube ich, gar nicht so gut finde, aber meinetwegen. T-Bone, Dankeschön für die Bits. Hurra! Gehen wir mal das nächste Stockwerk hoch. Go up. Ey, Milch, dankeschön für den Superchat. Welches Ende würdest du in Fallout 4 nehmen? Also, mir ist die Railroad einfach am sympathischsten. Deswegen finde ich das Railroad-Ende am besten. Aber ich muss sagen, die coolste Endschlacht hat die Stählerne Bruderschaft. Das ist so das stylischste Ende. Hier ist ein Dokument. Um die Kinder im Auge zu behalten, ist es wichtig, dass die Zellen gut beleuchtet sind. Die Lichter im dritten Stock wurden ursprünglich als Suchscheinwerfer benutzt. Als Maßnahme gegen den Blackout wurden sie durch einen privaten Generator betrieben. Da ist ein hydroelektrischer Generator im Keller. Um sie zu beleuchten, um den ersten und zweiten Stock zu beleuchten, nutzt die Leichenentsorgungsklappen. Da jedes Stockwerk dieses Gebäudes rotiert werden kann, kann man das Licht. Aber irgendwie, ich war noch nie in einer dunklen Zelle. Es war immer alles hell, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und irgendwie funktionieren manche Notifications auch irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Das Institut, wie ich das finde, mega lame und verwirrend irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie ist es jetzt zu einem halben Fallout-Stream geworden. Ah ja, das ist doch immer so. Immer ist alles ein halber Fallout oder Resident Evil Stream oder Video oder was auch immer. Also, auf jeden Fall kann man die Löcher erhellen, wenn man die Löcher in die richtige Reihe bringt. Und wenn man das immer wieder wiederholt, ist das ein effektiver Weg, um die Kinder angstvoll und brav zu halten. PS, Chief. Wenn du die Schalter in der Mitte des Raums berührst, kann man die Zellen ganz leicht rotieren. Man kann allerdings nicht den ersten Stock rotieren. Also passt den zweiten und den dritten Stock mit den ersten Stockzellen an. Mit den blutigen Betten. Und außerdem, wenn du die Gucklöcher in dem Raum benutzt, ist es leicht sicherzustellen, dass du es richtig machst. Versuch's doch einfach mal. Außerdem, bitte vergiss nicht, dass du das Schleusengate auf dem Dach öffnen musst. Vielen Dank, Chief. Bin ich Chief? Aber gut, okay, jetzt passt auf. Ich muss noch mal kurz nach unten klettern. Geht jetzt an die Leiter. Er geht nicht an die Leiter. Also, jetzt gehen wir noch mal nach unten. Ich muss mir kurz eine kurze Grafik machen, wo gleich noch mal das blutige Bett war. Genau, perfekt.
Das blutige Beck ist genau da, wo wir jetzt gerade hingucken. Das ist quasi, wenn hier der Kreis ist, ich zeige mir das kurz auf. Hier ist die Mittellinie und dann ist das der Raum. Also oben, der oben links so. Oben links. Das heißt, alle anderen blutigen Betten müssen auch nach oben links. Nope. Nope, da sind die Schießpulverchemikalien. Kein blutiges Bett, da ist Blut unterm Bett. Ich weiß nicht, ob das zählt. Auch wieder Blut unterm Bett. Die Schwarzblende dauert irgendwie voll lang. Ich kann mich schon voll lange bewegen. Ich warte irgendwie auf einen Jumpscare, wenn ich da durchgucke. Ah, blutiges Bett. Sehr gut. Jetzt passt mal auf. Das blutige Bett steht jetzt gerade unten. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung es sich dreht. Nee, ich muss es jetzt immer 1, 2, 3, 4 Mal drehen, egal in welche Richtung es geht. Turn left. Turn left. Genau, das Institut finde ich deswegen verwirrend, weil ich nicht verstehe, was die eigentlich wollen und was ihre Pläne sind und was die da alles so machen und warum ich, obwohl ich der Anführer werde, überhaupt keine Entscheidungsmacht darüber habe, was jetzt passiert und warum die den Krebs nicht heilen können und warum die einen Atomreaktor betreiben wollen, was in der Fallout-Welt so ziemlich veraltete Technologie sein dürfte, wenn die schon Kernfusion und sowas haben und. Das Institut ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Alles, was die machen, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Moment mal. Hier ist jetzt das blutige Bett. Das ist richtig. Okay, dann wiederholen wir das jetzt im dritten Stock nochmal. Ein Zettel an der Wand. Eine Memo. Irgendeine Art Memo. Die geheime Nummer, um durch die Tür hinter der Küche zu kommen, ist 0. 0, 3, 3, 0, 0, 2, 2. Danke für Ihre Kooperation. Die machen das, damit Landsquid Birdrider sich fragt, welchen Sinn das macht. Ja, das vielleicht. Oh, ich hasse euch. Warum seid ihr so? Warum seht ihr so blöde aus? Blöde Gegner. Blöde Arschgegner. Kopftentakel. Auch kein blutiges Bett. Auch kein blutiges Bett. Auch kein blutiges Bett. Aber die wollen ja auch Menschen durch Synths ersetzen. Ja, und auch das, ne? Auch das ist so eine Sache. Ja gut, so ein paar wichtige Personen austauschen und ein bisschen spionieren. Aber zu welchem Zweck denn eigentlich? Was wollt ihr Institut eigentlich? Was ist der Masterplan? So, wir müssen's zweimal nach rechts drehen, das sollte funktionieren. Und falls nicht, dann halt leider viermal nach links danach, weil ich es falsch gemacht habe. Ach, komm. Einmal rechts. Ah! Okay. Auch gut. So,
So, wenn ich alles richtig gemacht habe. Müsste hier das letzte blutige Bett sein. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles richtig aligned, alles richtig angeordnet. Dann können wir jetzt den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen. Aber erst muss ich eine ganz kurze Pinkelpause einlegen. Ich bin sofort wieder da. Oh nein, shit, Leute. Ah! Oh. Ich kann mich gar nicht raustappen aus dem Spiel. Ja, ist eigentlich wurscht. Ich bin sofort wieder da. Ich lasse es einfach so. Kleinen Moment. Gibt's keine Pausenmusik heute. Wie, du hast noch kein Stream Deck? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, aber ich glaube, das muss ich mir echt zulegen. Trinken nicht vergessen. Da hast du recht, Frankie Tanky. Das muss ich mir wirklich zulegen. So. Resume. Das muss ich mir wirklich zulegen. So ein paar Makros wären schon gut. Ich verstehe kein Wort. Das Kind ist super creepy. Hey, ist das Kind, sind das Kind wir? Ist das Kind die junge Version von uns? Ist das unsere Vergangenheit? Haben wir so das Waisenhaus, in dem wir waren, wahrgenommen? Das ist meine Theorie gerade. Oh, Walter Sullivan, der Mörder. Zum Glück haben wir Untertitel, weil er redet zu leise, ich verstehe kein Wort. But according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, oh, ich höre klumpige Geräusche. Wir gehen lieber. Wir gehen lieber. Oh, warte mal. Ich steck fest, oder? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich kann ja das doch durch das Loch nicht mehr hochspringen. Wie komme ich denn wieder zurück jetzt? Ach so, ja genau, wir haben ja die Tür entlockt. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben der Tür einen Durchgang entlockt. Richtig, okay. Alles gut, hab mich gerade kurz erschrocken. Genau, das weiß ich, dass das der Junge aus dem Wald ist. Aber ich habe mich gerade gefragt, der sieht nämlich schon unsere Hauptfigur sehr ähnlich. Deswegen war das meine Theorie, dass der quasi unser jüngeres Ich ist. Und dass wir hier wirklich so ein bisschen unser Trauma vom Waisenhaus unserer Hauptfigur verarbeiten. Und vielleicht sind wir wirklich ein Mörder. Vielleicht aber auch nicht. Ist nur meine Working Theory, ne? So, was mir so durch den Kopf geht. Work in progress. Das Kind ist eine Metapher für Walters Unschuld. Mhm. Ah. Hey, ich hatte gestern voll die Epiphany, voll die Eingebung. Eigentlich ist es klar, aber mir war es nie so bewusst. Weil wir sind uns ja alle einig, dass man zum Beispiel in Resident Evil oder auch hier die Räume, in denen man in Sicherheit ist und in denen man speichern kann, als Safe Room bezeichnet. Aber schreibt man das Safe in Safe Room mit V, so wie Speichern, oder mit F, so wie Sicherheit? Weil beides stimmt. Und wenn ich Safe Room sage, habe ich auch irgendwie beide Bedeutungen im Kopf, ne? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
Aber das schreibt man unterschiedlich. Verrückt. Naja. So ist das eben. Hey, jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Sollen wir jetzt... Kann ich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal ganz hoch und spring von oben durch die drei blutigen Betten. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, ich bin durchgeklettert. So, und jetzt gehe ich 1, 2, 3, die vierte Tür. 1, 2, 3. Hier müsste es richtig sein, oder? Ja, bin ich gespannt. Ich frage mich bis heute, was man in Resident Evil 4 mit dem grünen Kraut macht. Rauchen, legt man es sich auf die Wunden, essen Tee, ja, das sind die großen Fragen. Wer weiß, ob wir das jemals beantwortet kriegen. Ob wir jemals sehen, wie jemand in einer Cutscene grünes Kraut benutzt. Das wäre so der Reveal des Jahrtausends. Egal, wie sie es darstellen, ich wäre enttäuscht. Glaube ich. Da gibt es keine richtige Antwort. Dann ist es Safe Room mit V. F wird dann nur verwendet, wenn der Safe gemeint ist. Naja, ich glaube, die Sache ist, ein Raum, in dem man speichern kann, ist immer ein Safe Room mit V. Aber ein Safe Room muss nicht unbedingt immer auch ein Safe Room sein. Nicht jeder Safe Room ist safe. Man kann in jedem Safe Room safen, aber nicht jeder Safe Room ist safe. Ne? Ne? So nämlich. So. Dann, ja. Bei Razy machen die was falsch. Grüne Kräuter muss man rauchen, nicht schlucken. Ja, aber wir wissen es ja nicht. Vielleicht rauchen die die eh. Okay, wir haben eine weitere Plakette erhalten. Und hier können wir jetzt den Code eingeben. 0302. Der Sägeblattraum. Capcom ist Vorreiter der Cannabis-Legalisierung. Vielleicht, möglich. 18121, habe ich es doch gesagt. Das war auch vorhersehbar, ne? Das war ja wohl absehbar. Oh nein, sind wir jetzt schon fertig? Dann habe ich einen Raum nicht durchsucht, glaube ich. Aber andererseits bin ich auch froh, dass es vorbei ist. Insofern bin ich dem gar nicht böse. Die Tode in den Träumen erinnern mich total an Nightmare on Elm Street. Ja, aber sind das Träume? Ich höre Wasser plätschern. Ah, der Fernseher rauscht schon wieder. Ich gehe mal speichern. Ich habe jetzt schon keinen Bock, wenn der Safe Room in Silent Hill 4 hier kein Safe Room mehr ist. Versteht ihr? Ah, nee. Nee, das ist keine gute Designentscheidung. Halt, Pixel Daddy. Oh, der Fernseher ist es gar nicht.
was im Badezimmer wahrscheinlich. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal den roten Brief an, den wir hier bekommen haben. Ich habe etwas gefunden, das extrem effektiv gegen Geister ist. Das hat mein Leben gerettet. Es war in einem riesigen Stein in den Wäldern nahe des Waisenhauses. Es ist eine Schwertklinge mit einem handgemachten Dreiecksgriff, hölzernen Griff. Das hat irgendeine Art von Magie darauf geschrieben, magischen Spruch. Eine Waffe. Als eine Waffe ist sie sehr schwer und es ist nicht leicht, sie zu transportieren. Aber es scheint irgendwie so, als würde sich in der Nähe von Geisteropfern die Macht verändern. Oder, warte mal, in response to the ghost victim's power. Nee, sondern durch die Macht der Geisteropfer. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, wenn das Schwert energized ist, dann hau drauf. If you don't reduce their power, your attack will be repelled. Man muss ihre Kraft verringern, ansonsten wird die Attacke abgewehrt. Soweit ich weiß, gibt es nur 5 Schwerter, die existieren. Mit so einer Macht. Sie sind extrem wertvoll. Okay. Ab dem Zeitpunkt wird das Spiel erst echt interessant. Nee, für mich überhaupt nicht. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Sowas geht mir nur auf die Nerven. Aber gut. Werden wir dann schon sehen, wenn es soweit ist. Regnet's draußen? Soll ich mal rausgucken? Ich habe schon lange nicht mehr aus dem Fenster geguckt. Nee, ich weiß nicht, wo das Rauschen herkommt. Kein Regen weit und breit. Dann ist es vielleicht doch im Badezimmer irgendwas passiert. Nö. Naja, dann gehen wir ins Loch. Ab ins Loch. Das Loch ist größer geworden. Es kommt sehr viel Geräusche von da drinnen. Gehen wir rein? Okay. Ja, ich muss mal gucken, ob es einen Mod für eine Geister-Pumpgun in dem Spiel gibt oder so. Dann, glaube ich, macht mir das mehr Spaß. Und ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich ziemlich wenig Mods für das Spiel. Ich denke, dass das Modden schwer ist. Das ist wahrscheinlich nicht so leicht zu modden. Da gibt es nicht sehr viel. Oder es ist einfach das Interesse nicht so da. Aber das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so. Kannst du an die Fensterscheibe klopfen? Ich wüsste nicht wie. Okay, wir sind wieder wer. Oh, da oben war gerade was. Oh, da springen wilde Jagdghule von Dach zu Dach. Riesenrattenpersonen. Naja, die werde ich gleich mit meiner Stange hauen. Die sollen nur herkommen. Ach, das ist jetzt ein Scheiß-Level. Und was war das vorher dann? Oh Gott. Ich habe bis jetzt sehr gemischte Gefühle zu dem Spiel. Sehr gemischte Gefühle. Sind das Affen? Schießt da jemand auf Affen? Und spielt da jemand Trompete? Während jemand auf Affen schießt? War der überhaupt böse? Der hat irgendwie gar nichts gemacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Das Schloss ist gebrochen, kann nicht geöffnet werden.
Der ist gerade irgendwie lustig. Meine Güte, du bist ungefähr 5 Stockwerke gefallen. Warum geht's dir so gut? Da haben wir Opfer Nummer 19. I guess. Hey, you're the guy that lives across from me. Yeah, my name's Henry. I'm Richard Braintree. Ja, erst den komischen Affen kaputt hauen und dann fragen, ob sie aggressiv waren. So ist das leider. That hole in this freaky world. But if you're here too, then there must be something wrong with the whole apartment building. That must explain what happened to that other guy too. Neuer Map-Teil für Fallout 76. Wirklich die Oberwelt? What other guy? The guy who lived in 302 before you. A journalist. He disappeared one day. He got pretty crazy towards the end. Shut himself up in his room and wouldn't come out. Anyway, I'm getting the hell out of here. You should too, if you know what's good for you. Wait. Oh, das reimt sich. You should too, if you know what's good for you. Watch out for that kid. Unser Charakter wirkt echt ein bisschen high, oder? Hey, watch out for the kid, dude. Whoa. Monkeys. I punch them with my stick. Was hat mich denn jetzt getroffen? Das war mal cheesy. Der hat voll daneben gehauen. Weird Gegner. What's a car doing here? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Wie kommt das Auto hier hoch? Und überhaupt? Der Großstadtdschungel. Ich höre Geräusche, als würde jemand ertrinken oder so. Coole Kameraeinstellung, muss ich sagen. Ah, ein Schwert. Steckt jemanden im Magen. Er hält was in der Hand. Ein Geisterschlüssel. Und das ist ein Geist jetzt, oder was? Und wenn ich jetzt das Schwert rausziehe, dann ist der frei. Wie der Wind. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Was ist das für eine Plakette da noch neben der Tür? Das Schwert steckt in seinem Magen. Rausziehen, ja. Jetzt gehen wir einfach schnell. Bevor er sich erholt. Okay, wir haben ein Schwert. Oh, und da kommt auch schon ein Geist. Na super. Hä? Ich verstehe den Raum nicht. Muss ich hier einfach einmal rumlaufen, oder was? Hm. Ah! Irgendwie sieht es ein bisschen albern aus, wie die rumschweben, wenn du mich fragst. Aber gut. Ich will mit den Geistern nichts zu tun haben. Nein! Ich will nichts mit euch zu tun haben, habe ich gesagt. Ihr seid nicht meine Freunde. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit euch spielen. Geht's weg. Geister, ey. Ohne Witz. Ah, es ärgert mich wirklich ein bisschen, ne? Ich meine, das ist letztendlich natürlich Geschmackssache und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt objektiv kritisieren. Aber mich persönlich nerven die Geister ultra hart. Und das macht mir das Spiel wirklich ein bisschen madig auch. Weil ich wirklich keinen Bock habe, mich mit denen zu beschäftigen. Die gehen mir einfach nur auf den Sack.
Die haben für mich keinen Mehrwert, ganz im Gegenteil. Das ist einfach nur so... scheiß Geister. Habe ich keinen Bock. Ab der Stelle war es für mich vorbei damals. Wir gucken echt mal, ne? Weil wie gesagt, das Spiel, ich habe gemischte Gefühle und wenn mich das Spiel irgendwie ab einem gewissen Punkt komplett frustriert und ich einfach wirklich nur noch mir denke, so, dann hören wir auch einfach auf. Ich zwinge mich jetzt nicht dazu, dass wir das unbedingt durchspielen. Ich will unbedingt alle Resident Evil Teile und Fallout Teile durchspielen, auch wenn mich die mal nerven oder so, da machen wir, das ziehen wir durch. Auch Resident Evil 6 und so. Da gibt's keine Gnade. Aber bei den Bonusspielen... Da sage ich schon mal, nee, komm, machen wir mit was anderem weiter. Aber gucken wir mal, gucken wir mal. Also wir notieren für Landsquid mehr Geister. Ja, aber nur, wenn ich einen Staubsauger habe und die einsaugen darf. Dann ja, dann ist okay. Dann gebt mir Geister, bringt mir eure Geister. Ach, guck mal, ein Golfschläger. Fünfer Eisen. Mächtige Waffe, geht aber schnell kaputt. Und ein Baseballschläger auch noch. Wow, was kriege ich denn hier so viel? Aha, ist der Baseballschläger ein Upgrade zu meiner Eisenstange? Etwa? Jetzt muss ich fast nochmal kurz hochgehen und kurz in die Kiste schauen. Muss ich mal in meine Kiste gucken. Den Beschreibungstext. Nicht sehr mächtig, aber sehr leicht zu benutzen. Reasonable powerful. Und leicht zu benutzen. Okay, ich glaube, wir brauchen nur noch den Aluminiumschläger. Gerade zumindest. Ich höre Stimmen. Ich muss gleich mal durch die Löcher in meinen Wänden überall schauen. Aber erst speichern wir nochmal. Wie heißt das Level? Stimmt, da steht ja immer. Return from Building World. Building World. Wirklich? Das ist irgendwie lustig. Das heißt so ein bisschen, die Level heißen so ein bisschen wie in Super Mario, ne? Die Subway World, die Forest World, die Water Prison World und jetzt die Building World. Das ist ja wirklich lustig. Kommen wir als nächstes in die Lava-Welt noch. Und können wir dann auf Yoshi endlich reiten und die Geister essen. Oh mein Gott, ja, das macht alles Sinn. Und die Geister, die kann man nicht töten und so weiter. Das Spiel ist basically eine Neuinterpretation von Super Mario. Das ist eine ganz neue Interpretationsebene, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Die muss ich jetzt mal im Hinterkopf behalten. Das macht bis jetzt sehr viel Sinn. Huibu-Geister, die verschiedenen thematisch sortierten Wälder. Man geht durch eine fucking Pipe in die Welten. Was? Er ist einfach Mario. Hat unsere Hauptfigur so einen leichten Schnurrbart vielleicht? Wenn man so genau hinguckt. Muss ich mal schauen. Na, schon irgendwie. Schon irgendwie so ein bisschen Milchbärtchen oben. Aha. Okay. Das war bestimmt nur die U-Bahn. Einfach ignorieren und weiterlaufen. Die U-Bahn. Wir haben keine Angst vor der U-Bahn. Ach du Scheiße. Ach so, das sind nur die. Warte mal, ich soll vielleicht meinen Baseballschläger ausrüsten. Oh.
Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob wir irgendwen retten und ob es eine Prinzessin Peach hier gibt, aber... Schauen wir mal. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass wir bis jetzt noch kein einziges Monster gesehen haben, das nach Schildkröte aussieht. Aber die Affen hier könnten schon ein bisschen an Donkey Kong erinnern. Und ich meine, den grünen Hunden hängen lange Zungen aus dem Kopf. Wie Yoshi. Wie Yoshi. Oh Gott, Just Mitty, lass uns da einfach nicht drüber reden. Katastrophal halt einfach. Komplett katastrophal. Was soll man da dazu sagen? Will ich gar nicht drüber reden. So. Ich glaube, es gibt tatsächlich keinen anderen Weg, oder? Oh, guck mal, Hundefutter. Aber da liegt wirklich was. Was ist das? Hä? Es ist genug Katzenfutter für eine Armee von Katzen. Aber das ist offensichtlich Hundefutter. Da hinten das Weiße. Das könnte Katzenfutter sein. Aber, naja, okay. Und so viel ist es auch wieder nicht, ehrlich gesagt, ne? Naja, auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel gefunden. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Albert Sportschlüssel. Du könntest über die Super Mario Silent Hill Theorie ein Video machen. Müssen wir mal gucken, ob wir noch mehr Hinweise finden. Für meine Theorie. Da steht sogar Dogfood drauf, ey. Da steht sogar Dogfood. Ah, hier steht, da ist alles mögliche an Hunde- und Katzenfutter-Items. Okay. Na schön. Oh, nö. Gehe ich hier an der Decke? Ich gehe hier an der Decke. Manchmal versagt die Steuerung ein bisschen. Manchmal kann ich nicht mehr in die Richtung lenken, in die ich gehen will. Ja, genau. Auf dem Weißen war ein Hund drauf. Eine umgekehrte Uhr. Die Zeiger bewegen sich nicht. Der Türgriff ist verrostet. Man kann es nicht öffnen. Aber können wir mit der Uhr irgendwie interagieren? Nee. Was machen wir jetzt hier drin? Eine umgedrehte Uhr. Die steht auf 12. Wenn ich die auf 6 stellen könnte, dann wäre hier vielleicht richtig rum. Ist vielleicht irgendwo im Vorraum auch eine Uhr? Oh, da müsste ich jetzt echt nochmal hier hochlaufen. Habe ich weiter oben irgendwo noch einen Raum übersehen vielleicht? Hm, da wäre tatsächlich eine Tür, durch die wir nicht durch sind. Und da oben auch. Oh. Aber will ich jetzt wirklich so weit zurücklaufen deswegen? Die Hunde sind eindeutig eine Yoshi-Anspielung. Ja, ich glaube auch. Dann gute Nacht, saftig Obst.
und viel Spaß, Glück, Durchhaltevermögen für deine frühe Nachtschicht, Morgenschicht, wie auch immer. Ich laufe jetzt nochmal hoch. Aber wenn ich da jetzt hochlaufe und da oben ist nichts, keine Tür, die ich öffnen kann, bin ich ein bisschen traurig. Ich warne euch. Ich warne euch. Ich bin ein bisschen traurig. Hä? Wie bin ich denn hier reingekommen? WTF? Die Doppelköpfigen waren die Goombas. Ja, wahrscheinlich. Moment mal, komme ich jetzt nicht mehr raus? Bin ich da reingekommen? Ah, ja. Die Jack-and-Dexter-Trilogie habe ich auch mal mindestens einen Teil gespielt. Aber ich habe kaum Erinnerungen. Wie viel man insgesamt haben kann in New Vegas? Boah, wie viele werden das denn sein? So Pi mal Daumen 7? Ich sage einfach mal 7. Ohne DLCs. Aber die sind ja eh nur vorübergehend. Aber vielleicht sind es sogar mehr. Das hat mir in Fallout New Vegas schon noch echt Spaß gemacht, dass man dann seine ganzen Begleiter, die man überall so in der Welt sammelt, zusammen in seinem Hotelzimmer lagern kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Finde ich cool. Würdest du dir Jack and Dexter Trilogie für die PS4 holen und als LP spielen? Nee, das habe ich nicht vor. Das passt nicht so in meine Content-Planung. Und ich habe auch keinen Bezug zu Jack and Dexter. Deswegen interessiert es mich auch nicht sonderlich. Fallout New Vegas sind 8 Begleiter. Na guck, dann habe ich... Oh, ich habe gerade den Schlüssel benutzt. Das war reines Glück. Cool. Dann war ich ja mit meiner 7-Schätzung ziemlich nah dran. Oh, da kommen wieder Affen. Oh, it's a trap. Das ist ja mies. Wow, aber der Baseballschläger ist sehr viel mächtiger. Was haben die da für eine Eiterbeule am Hals? Ist da gerade die Treppe runtergefallen? Sah ein bisschen komisch aus, aber wirklich, die fallen die Treppe runter. Die kriegen Schaden durchs Fallen. Das sieht mega lustig aus. Okay, das war lustig. Ich finde schade, dass in Fallout New Vegas Markus kein Begleiter ist. Ja, das wäre super. Lily Brown ist awesome, auf jeden Fall. Aber Markus wäre schon auch sehr cool. Markus ist einer meiner Lieblings-NPCs überhaupt. Gehst du weg? Nein, nicht schon wieder aufstehen. Das ist doch mal unfair. Komm, 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 schnell. Ich kann irgendwie nicht auf den drauf treten. Hä? Ich kann wirklich nicht auf den drauf treten. Na, dann gehen wir einfach mal lieber. Ach so, ja, dann versuche ich jetzt erst die Tür, wenn das ein Ladebildschirm ist. Locked, broken, cannot be opened. Ich vermisse Fox, der war mega.
Ich finde ehrlich gesagt, Dog und Gord ist einer der interessantesten Supermutanten-Begleiter, die man so kriegen kann in der Fallout-Reihe. Der ist schon ziemlich awesome. Nee, genau. Leider kann man die DLC-Begleiter nicht mit ins Hauptspiel nehmen. Are you the kid he was talking about? Er schießt ihn. Der hat schon so einen gestreiften, kriminellen Pullover an. You look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Lass ihn nicht entkommen. Er ist ein Mörder. Er sieht nicht so aus. Aber du bist Nummer 19 auf seiner Liste. Was höre ich hier? Schleimiges Rumschleimen? Hör, kann man das nicht hochheben? Das sieht irgendwie aus wie so eine Kurbel oder irgendwas, das man brauchen könnte. Na gut. Ah, schleimige Tentakelarme. Ich glaube, ich versuche jetzt erstmal die Tür hier. Oder die Leiter. Die Leiter war's. Na, jetzt bin ich verunsichert. Dann gehen wir doch lieber mal unten die schleimige Tentakel der Flur lang. Erstmal. Die haben mir zwar bis jetzt noch nie was getan, aber ich will auch nicht rausfinden, was die tun, wenn ich sie nicht weghaue. Wahrscheinlich heilen sie mich und geben mir Superkräfte und sowas. Deswegen. So, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Mal aus Interesse, könnte das Institut nicht eigentlich mit dem FEV experimentieren und Synths erschaffen, um eine Art Mutanten-Dogmeat zu bekommen? Um die stärkste Kraft im Commonwealth zu werden. I guess, keine Ahnung. Okay. Doch Gage geht mit. Aus Fallout 4, oder? Aber ich meine jetzt in New Vegas. Ja, wenn die Tentakel der Tiefe, genau. Dann brauchen die ab und zu was mit dem Baseballschläger drauf. So. Ich schau mal weiter hier, was hier so los ist. T-Bone, dankeschön. Der hält aber jetzt was aus plötzlich. Ach so, nee, T-Bone. Trotzdem dankeschön, aber das war die alte Meldung. Ich habe das gerade falsch gesehen. You want stars? I'll give you stars. Das war Desert Railguns Zufallsding. Und Smithys Zufallsding. Ich bin nur gerade verwirrt, wie schon vorher gesagt, ne? Irgendwie funktionieren meine Notifications halt nicht richtig. Irgendwas ist halt immer. Oh, ich muss mich schon langsam mal heilen irgendwie. Ich habe jetzt doch ein bisschen was abbekommen. Die sehen so ein bisschen wie Schlangen aus, ne? Irgendwie. Eine intelligente Todeskralle wäre mal cool. Ja, auf jeden Fall. Die vermisse ich schon auch. Ich verstehe nicht, dass die nie wieder benutzt wurden, ne? Das ist so cool. Das ist so eine coole Spezies irgendwie. Egal, ob als Begleiter oder auch zum selber spielen, das wäre doch immer interessant, oder?
Boris ist so ein interessanter Charakter in Fallout 2. Und die behaarten Todeskrallen aus Tactics sind auch cool. Warum die nie wieder benutzt werden, ist mir ein Rätsel. Au. Jetzt haut doch ab, Mensch. Es wird jetzt echt gefährlich hier gerade. Oh shit, da ist noch... Oh nein, der hat mich echt umgebracht. Da ist noch einer mit Golfschläger, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, nein. Ist das nervig. Oh. Nein. Oh mein Gott, gib mir das jetzt auf den Sack hier. Ohne Scheiß. Wo ist denn Continue? Hat das Spiel Autosave wenigstens? Kann mich nicht mehr erinnern, wo wir jetzt hier sind. Wann war ich denn da das letzte Mal? Das ist schon lang her. Habe ich noch den Schlüssel im Inventar? Ja, oh Gott, nein. Oh, das ist jetzt frustrierend und nervig. Das Spiel geht mir auf die Nerven. Ich mache jetzt einen Speedrun. Wieso hören sich alle Schreie der Gegner wie Raubkatzen an? Ich schätze wirklich, dass sehr viele Sounds aus dem Spiel aus so einer öffentlichen oder freien oder günstigen Soundbibliothek einfach kommen. Da waren das halt wahrscheinlich so die besten Monsterschreie, die so verfügbar waren. Nehme ich an. Nehme ich an. Ist aber nur meine Theorie. So, dann gehe ich jetzt doch mal die Leiter gegenüber, weil der Tentakelweg war blöd. Der war nervig. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Ich kann nicht über diese kleine Schwelle hier. Naja, cool, dann gehen wir wieder runter. Whatever. Epische Schlacht gegen die wehrlosen Tentakel. Ich weiß wirklich nicht, was die tun. Ich habe nicht mal Heilung, dieser Trailgun. Ich könnte mich ja nicht mal heilen, selbst wenn ich wollte. Aber ich kann ziemlich gut weglaufen einfach. Durch ihn, durch die Tür gegangen. Worst Türsteher ever. Der schlechteste Türsteher aller Zeiten. Er hat's versucht. So, jetzt ist meine Steuerung wieder kaputt, mach ich mal kurz. Geht's wieder? Axt, wie viele Nahkampfwaffen kriege ich denn hier eigentlich? Ein bisschen kurz, aber mächtig und leicht zu benutzen. Okay. Eine Memo. Der Boss hat gesagt, dass die Nummer dieses Mal die letzten vier Stellen seiner Ladentelefonnummer sind. Aber die Telefonnummer ist... direkt da auf dem Schild geschrieben, auf dem Dach. Niemand kann es vom Süden der Ashfield Street aus sehen. Ist das wirklich okay? Jeder. Nicht niemand. Jeder. Ich verstehe. Ich muss sowieso. Ich gehe sowieso speichern.
Ja, und Fallout außerhalb der USA wäre natürlich auch interessant. Aber hey, weil, wisst ihr, jetzt musste natürlich Fallout London nochmal verschoben werden wegen Next-Gen-Upgrade und so weiter. Bliblablub. Aber wir kriegen ja immerhin ein fangemachtes Fallout außerhalb von den USA. Ich bin schon gespannt drauf. Oh. Kennst du die Serie The Boondocks? Ich glaube nicht, sagt mir nix. The Boondocks. Don't go out. Stand das schon immer da? Don't go out, Walter. Ist das gezeichnet, Walter? Oder ist das an mich, Walter, adressiert? Ich weiß es nicht. Da ist wieder der Arzt und sie. Not the first time. You mean the guy who lived here before? And it wasn't just him either. There's something wrong with his whole apartment. Don't say that. You're scaring me. Well, anyway, I just slipped a note under his door. Don't worry about it too much. There are a lot of strange things in this world. Das ist sehr beruhigend. Okay. Das Gebäude ist ziemlich weird. Hier passieren seltsame Dinge. Es ist ganz schön echt unheimlich. Und dann sagt sie so, oh, das klingt aber echt gruselig. Jetzt habe ich Angst. Und er sagt, nee, nee, keine Angst. Es passieren überall super viel, super weirde und gruselige Dinge. Ja, danke. Sehr beruhigend. Ich fühle mich schon besser. Das steht schon die ganze Zeit da. Ja, ich glaube auch. Ja, aber heißen wir wirklich Henry oder so? Oder nicht? Kann ich hier auch aus dem Fenster gucken eigentlich? Nee, ich komme nicht ans Fenster ran. Da muss ich mal da hinten nochmal schnell was. Oh, eine neue Notiz oder was? Oh, die ist aber sehr blutig diesmal. Da ist das Bluttintenfass ein bisschen ausgelaufen. Kann man nicht lesen. Machen wir trotzdem in unsere Box. What's in the box? Da ist unsere Prinzessin Peach im Spiel. Ja, vielleicht. Stimmt. So, die letzten, waren es die letzten drei? Die letzten vier? Ich schreibe mal alles auf. 3, 7, 5, 0 auf jeden Fall. Let's go. Okay. Wer klopft da? Irgendwer klopft. Ich bin nochmal an die Tür. Der Hausmeister übrigens der Vater von James aus Teil 2. Tatsächlich? Ist das echt Kanon? Das ist ja eine lustige Verknüpfung irgendwie. Oh! Schau lieber bald bei deinen Nachbarn vorbei. W-T-Y. Oh.
guck die irgendeinem Film. Anscheinend guckt die irgendeinen Gruselfilm oder sowas. Warum soll ich da jetzt unbedingt vorbeischauen? Oder soll ich bei meinen Nachbarn auf der anderen Straßenseite schauen? Oder irgendwann mal anders, meint die Notiz vielleicht. Lightman 64 ist jetzt ein Birdrider. Lightman, vielen Dank. Sehr nett von dir. Da unten hat jemand gedanced, da spielt jemand Gitarre. Da hinten wackelt jemand rum. Bis jetzt nichts großartig Ungewöhnliches bei meinen Nachbarn. Naja. War der Schrank schon immer offen? Ich glaube schon, ich drehe nur schön langsam durch hier. Ist bestätigt von den Entwicklern, ne dann? Das ist ja irgendwie... Warum nicht? Ist eine weirde random Verknüpfung so, ne? Aber hey, why not? So, ich speichere nochmal zum hunderttausendsten, millionsten Mal. Irgendwie mussten die was zu den anderen Teilen verknüpfen. Am Anfang sollte das ein anderes eigenständiges Spiel werden. Ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört, aber das ist scheinbar ein Mythos, dass das ein anderes Spiel hätte werden sollen. Zumindest wird das scheinbar vom Entwicklungsteam verneint, dass das jemals nicht Silent Hill werden hätte sollen. Das Gerücht basiert anscheinend darauf, dass der Entwicklungstitel irgendwie Room 301 war oder sowas. Aber das war nur der Projektname und das hat damit nichts zu tun. Also, das ist zumindest plausibel, weil es halt wirklich so ist, dass Videospiele in der Entwicklungsphase in der Regel, ne, sehr teilweise skurrile Namen haben. Man soll ja auch gar nicht erraten, um was es wirklich geht. Irre ich mich oder geht wirklich immer eine Kette weg, wenn jemand stirbt? Auf jeden Fall glaube ich auch, dass Ketten weggehen. Schau öfter mal ins Loch zur Nachbarin. Mach ich auf jeden Fall. Also, 3, 7 und coolerweise habe ich die nächste Zahl so scheiße geschrieben, dass ich nicht lesen kann, was das war. War es eine 8? Ich hoffe es. Na, es war keine 8. Was zur Hölle könnte das sein, was ich da geschrieben habe? Eine 9? Ach Gott. Oder ist das überhaupt die richtige Nummer oder brauche ich eine andere Nummer? Was könnte das sein? Was habe ich da gemacht? Hä? Ich schau mal nach. The Room? Building World heißt das Level, ne? Building World Code. Könnte auch nämlich sein, dass das eine andere Tafel ist, die ich brauche. Eine 5? Ah ja, das kann eine 5 sein. Okay, das kann stimmen. Das könnte eine 5 sein, was ich da hingekritzelt habe. Okay, dankeschön. Dankeschön. Das hat funktioniert. Oh Gott. Nein, hau ab. Muss ich 500 Stockwerke vor Geistern weglaufen oder was? Das ist ein Spaß. Ja. Hurra. Das ist so gutes Game Design an der Stelle. Ich bin kein Fan, aber passt schon. Komm, laufen wir. Renn einfach durch. Kriegen wir schon hin. Die fliegen aber ein bisschen schneller als andere Geister, oder? Das sind ein bisschen hier die Turbo-Geister. Hi, Dech. Was geht? Die sind ja ganz schön am Düsen. Und die zuzeln immer wieder so ein bisschen an meiner Lebensenergie, aber ich merke kaum, dass ich was verliere. Aber die Nase juckt mich. Meint ihr, die Geister sind dafür verantwortlich? Meint ihr, die zuzeln in real life an meiner Nase? Oh Gott, das ist eine eklige Vorstellung. Ich möchte bitte nicht, dass Geister an meiner Nase zuzeln. Die Tür von Apartment 207. Ja, geh halt rein! Können wir jetzt bitte reingehen, bevor wir hier noch gemampft werden? Meine Güte!
Wer würde gewinnen, Frank Corrigan oder Mr. X? Frank Corrigan. Ziemlich sicher Frank Corrigan. So, da haben wir die Nummer 19. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Wollte der den gerade anfassen, während der auf dem elektrischen Stuhl sitzt? Ich glaube, das ist dumm. Ja, ja, ich glaube, Mr. X hätte nicht mal den Hauch einer Chance gegen Horrigan, weil Horrigan hat immerhin, abgesehen vom Alien Blaster, so ziemlich die stärkste Energiewaffe im ganzen Fallout-Universum. Ich glaube, selbst Mr. X würde einfach zu einem Klumpen Barts werden, wenn der damit beschossen wird. Der hat ja keine großartige Rüstung. Den kann ja sogar ein konventioneller Raketenwerfer zerlegen. Und ich glaube, außerdem ist Frank Corrigan ungefähr doppelt so groß wie Mr. X, der zerreißt ihn einfach. Mr. X kann nichts machen, was irgendwie ansatzweise durch die Panzerung von ihm durchkommt. Also ich glaube nicht, dass Mr. X auch nur den Hauch einer Chance gegen Corrigan hat. Der ist dümmer, schwächer, weniger gepanzert, hat weniger Angriffsstärke, der kann gar nichts gegen Corrigan. Da wäre Nemesis vielleicht schon ein besserer Gegner, aber ich glaube, selbst der hat einfach aufgrund der veralteten Waffentechnologie im Vergleich zur Fallout-Welt keine Chance. Gegen den normalen Supermutanten wäre es ein anderes Thema, aber ein riesiger Supermutant in der Powerrüstung, der schwer bewaffnet ist und hochintelligent ist, da wird es halt dann schwierig. Also ich glaube auch, dass Frank gegen Nemesis gewinnen würde. Case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so. Ich überlege, ob es im Fallout-Universum irgendwas gibt, das gegen Frank Corrigan gewinnen könnte. Und abgesehen von den Hauptfiguren, die natürlich wahrscheinlich mit allem fertig werden würden, die haben Plot-Armor und so weiter, wird's schwierig, glaube ich. Ach so, warte mal, lass uns mal durch alle Löcher gucken. Hallo, Hausmeister. Da geht er einfach vorbei. So, das war jetzt Opfer Nummer 19, oder? Das heißt, es gibt nur noch ein Opfer und dann ist das Ritual erfüllt oder was auch immer. Wie damals schon, vor 10 Jahren. Im Grunde ist Frank Corrigan Chuck Norris. Wobei Chuck Norris, weißt du, es wäre so ein typischer Chuck Norris-Witz, dass der alle Special Stats auf 11 hat. Aber ja, ansonsten ist Frank Corrigan mit Stats auf 10 eine der mächtigsten Figuren im kompletten Fallout-Universum. Liberty Prime, na gut. Der ist jetzt im anderen Universum. Ich schätze mal, Liberty Prime, wenn er Atombomben hat und gut trifft, könnte Frank Corrigan in die Luft sprengen. Aber ansonsten wird Frank Corrigan eventuell auch Liberty Prime vielleicht zerschnetzeln. Bin ich mir nicht sicher. Frank Corrigan hat 20 Aktionspunkte. Das heißt, doppelt so viel wie Menschen möglich ist. Das heißt, er ist nicht nur riesig und gut gepanzert und sowas, sondern der ist auch übernatürlich schnell. Der ist der Flash, weißt du? Insofern, und Liberty Prime ist schwerfällig und langsam. Schwierige Frage. Liberty Prime hätte noch mehr eine Chance, glaube ich, als... Aber andererseits denke ich mir, dass vielleicht auch Nemesis eher eine Chance gegen Liberty Prime hätte. Weil Liberty Prime ist halt langsam und so. Vielleicht, wenn Liberty Prime trifft, dann haben, glaube ich, alle ein Problem. Aber er muss erst mal treffen. Da ist Frank Corrigan überlegen. Die wären ein gutes Tech-Team. Nemesis und Frank Corrigan. Ja, das stimmt. Die würden gut zusammenpassen. Die wären ein nettes Pärchen, die zwei. Die Kinder von denen würden mich interessieren. Warte, ich habe gar nicht zur Nachbarin geguckt. Dieses Loch, es sieht nicht so aus, als hätte es ein Mensch gemacht. Es wird größer und runder.
Ich glaube, ich habe das schon vorher mal erkannt, das Muster. Nee, wir gehen jetzt nicht rein. Wir gucken jetzt nochmal zur Frau Nachbarin rüber, ob da alles in Ordnung ist. Oh. Achso, ich dachte kurz, die weint, aber tut sie gar nicht. Die geht anscheinend Party machen. Na gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir gehen leider nicht Party machen. Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht schon. Keine Ahnung. Vielleicht springt... Genau, der könnte wahrscheinlich auf Liberty Prime springen. Glaube ich auch. Blut, es ist voller Blut, es riecht schrecklich. Genauso wie der wassergefüllte Raum unter dem zylindrischen Gefängnis. Okay, gehen wir rein. Mal gucken, in welche Welt wir jetzt kommen. Ich hoffe, es ist die Lava-Welt. Bitte keine Eiswelt mit rutschigem Boden. Habe ich in Mario immer gehasst. Oder es ist das Mushroom Kingdom? Oder sind wir einfach in Silent Hill jetzt gelandet? Das sieht jetzt schon sehr Silent Hillig aus hier. Silent Hillig? Silent Hilliger am Silent Hilligsten. 3. 0. 3. Nicht nochmal klopfen! Oh, jetzt hat er meinen Plan kaputt gemacht. Sind wir jetzt außerhalb unseres Apartments? Sieht aber nicht gut aus. It looks like my apartment. What the hell is this? What is this? Mamma mia! Okay, ein Papier. Genauso wie sie unter meiner Tür immer auftauchen. Ja, nimm doch das Papier. Ich kann irgendwie das Papierchen leider nicht nehmen. Naja. Und hier sind aber auch keine Handabdrücke. Versperrt. Was machte der Kerl hier? Könnte sie das nächste Opfer sein? Oder könnte es sein, Punkt, Punkt, Punkt. Was denn? Verschlossen. Ah, Treppe. Hallo, Person. Na, bist du der Mörder? I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. Okay. She was younger than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here. I'll give it to you. Danke, I guess. Eine shabby Doll, eine heruntergekommene Puppe. Soll ich den hauen? Kann ich gar nicht. Glück gehabt. Ist da oben ein Loch, wo ich durchkriechen kann? Nee, da sind überall so Löcher. Ich glaube, die sind nur Dekoration. Das sieht nur so ein bisschen weird aus. Gott, da kann ich tatsächlich reingehen. Aber ich hab... Ja, dann erkunde ich jetzt erstmal den Flur hier. Ja, aber was ich Silent Hill 4 hier echt zugute halten muss, ist, dass die Dungeons relativ kurz und abwechslungsreich sind. Die wiederholen sich nicht sehr stark
Und die sind auch nicht so lang. In Silent Hill 1 waren mir zum Beispiel manchmal die Räume, die Dungeons ein bisschen zu weitläufig. Ich konnte gerade wieder nicht auf den drauftreten, leider aus irgendeinem Grund. Das ist hier bis jetzt zumindest noch nicht so. Ein Haufen Müll. Gruselgeräusche. Naja. Das Spiel hat aber schon auch eine coole Stimmung. Das muss man schon sagen. Mag ich schon gerne. Ganz schön fleischig hier, ne? Weniger rostig und viel mehr fleischig. Oh nein! Wandgegeister. I don't like you, Wandgegeister. Ich mag keine Wandgegeister. Nirgends geht's weiter. Vielleicht noch nicht, ne? Vielleicht finde ich noch den Generalschlüssel. Dann kann ich hier überall reingehen oder so. Aber bis jetzt noch nix. What are you buying? Ich hätte gern einen Anti-Geister-Staubsauger, wenn es geht. Den würde ich gern kaufen, bitte. Das wäre das Beste. Das wäre der geilste Mod überhaupt. Stellt euch vor, es gäbe den Schreckweg 0815 aus Luigi's Mansion. Man könnte die Geister einsaugen. Das wäre einfach das Allercoolste. Quack, 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 quack. Inklusive Gameboy-Horror. Der funktioniert dann so ein bisschen wie so ein Pip-Boy. Gameboy Horror ist schon noch ein lustiger Name. Luigi's Mansion ist schon cool. Ich mag Luigi's Mansion. Das habe ich auch schon mal gestreamt. Ist aber auch schon lange her. Aber ich weiß nicht, ob das der dritte... Ich glaube, das war der dritte Teil für die Switch. Also kann es noch nicht so lange her sein. Aber das hat auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Die Zeit vergeht. Die Zeit verfliegt. Ey, ich habe mir das jetzt kürzlich gedacht. Ey, ohne Scheiß. Das ist irgendwie so eine krasse Erkenntnis. Während des Fallout-Hochs war ja auf meinem Kanal super viel los und da sind auch sehr viele Leute zurückgekehrt, die schon länger nicht mehr geschrieben haben oder schon länger nicht mehr da waren, so auf dem Kanal. Und da haben halt wirklich Leute geschrieben, hey, ich bin mit deinen Videos aufgewachsen und voll super und meine Kindheit. Und ich dachte mir so, holy shit, ey. Holy shit. Ich mache das jetzt halt doch schon 7 Jahre, ne? Und für mich... ist das halt so, naja, ich habe halt Anfang 30 angefangen und bin jetzt Ende 30. Keine Ahnung, das war halt schon so ein kleiner Lebensabschnitt, aber jetzt nichts Besonderes, ne? Aber für Menschen, die sehr jung waren, als ich angefangen habe, die sind in der Zeit einfach erwachsen geworden, verstehst du? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Da fühlt man sich ja gar nicht alt. Ja, eben. Das ist ja das. Ist natürlich total schön auch, ne? Natürlich ein schönes Kompliment. Aber krass ist schon auch die Erkenntnis. Hätte Legant Ianius deiner Mann. Nee. Keine Chance. Frank Corrigan. Frank Corrigan ist crazy. Ich kann mir nicht wirklich eine... Also, auch im Fallout-Universum, ne? Ich Hauptfiguren ausgeblendet, wie gesagt. Die sind natürlich immer übermächtig, aber... ansonsten ist Frank Corrigan schon so ziemlich, glaube ich, eine der mächtigsten Figuren, wenn nicht die mächtigste Figur in der ganzen Fallout-Reihe, würde ich schon sagen. Tolles Kompliment. Man erschrickt nur, weil die Zeit wirklich so schnell vergeht. Ja, ja, total. Das ist wirklich so. Tür ist verschlossen und geht nicht auf. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich kann mal zurück in mein Apartment hier unten wenigstens gehen. Das ist auch nicht schlecht. Ich frage mich in so Horrorspielen oft, was ich in der Situation der Hauptfigur machen würde.
Ich speichere mal. Das hat sich gruselig angehört. Und ich kann es nicht sagen. Leon S. Kennedy sagt Freeze und dann macht Frank Corrigan gar nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich glaube, Hauptfiguren zählen nicht. Ich meine, Chris würde Frank Corrigan einfach verprügeln. Wahrscheinlich. Und am Schluss würde irgendwer irgendwo einen Raketenwerfer runterwerfen und die würden Frank Corrigan in die Luft sprengen. Ein rotes Papier. Aha, ich habe das Geheimnis. Oh, das finde ich jetzt aber spannend. Ich habe das Geheimnis hinter der Nummer 01121 herausgefunden. Es ist eigentlich der erste, also der 21.01. quasi. In anderen Worten, einer von 21. Ach so, ich habe das jetzt als amerikanisch geschriebenes Datum gewertet. Einer von 21. Dann fehlen noch zwei Opfer. Oder war der mit dem Revolver die Nummer 20? Weil dann fehlt nur noch ich wahrscheinlich. Naja. Also Walter wollte eigentlich 21 Personen umbringen, aber er hat seinen Job nie beendet. Okay. Ich würde Marcy Long zu Horrigan schicken. Ja, stimmt. Die wird es wahrscheinlich schaffen. Ich würde in der Ecke sitzen und vor Angst sterben. Wäre bei mir wohl so. Ja, ich überlege auch. Ich finde ehrlich gesagt Silent Hill 4 nicht am bedrohlichsten. So auch vom Monsterdesign und von der Stimmung her. Ich glaube, in Silent Hill 1 und 2 würde ich mir auch irgendwo ein ruhiges Plätzchen suchen und mich da verbarrikadieren und langsam verhungern. Jetzt machen mir die Katzen hier Angst. Kater, sei nicht so laut. Aber in Silent Hill 4, ich überlege halt, würde ich in das Loch gehen? Ich glaube, solange ich noch Essen in meiner Wohnung habe, würde ich nicht in das Loch gehen. Nee. Nee, schon allein nicht wegen den Geistern. Metal Gear vs. Frank Corrigan. Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil die für mich sehr nostalgisch natürlich auch ist, ne? Metal Gear Rex, der Original Metal Gear aus dem ersten Teil, der ist natürlich schon giga-episch. Ich glaube, realistisch gesehen würde auch da Frank Corrigan gewinnen, weil Frank Corrigan hat, glaube ich, die gleiche Kampfkraft wie Metal Gear Rex, ist aber sehr viel wendiger und schneller und so, ne? Das ist, glaube ich, ja. Naja. Kann Pyramid-Schädel vielleicht Frank Corrigan besiegen? Schließlich ist Frank Corrigan sicherlich ein Laster. Was? Sicherlich hat Frank Corrigan einige Laster, die ihn zum Opfer machen würden. Ja, das ist natürlich die Frage. Das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. Zumindest könnte Frank Corrigan Pyramid Head nichts anhaben, weil der halt nicht so wirklich physisch existiert. Das stimmt. Ich habe mal so ein Video drüber gemacht, dass Mr. X wahrscheinlich relativ immun gegen Pyramid Head wäre, weil der ist einfach blank, der hat kein Gewissen, der hat keine Vergangenheit. Aber so ein Frank Corrigan, der hat vielleicht Probleme, das stimmt. Also, er wurde für die Morde an Billy und Miriam Loken verurteilt, die 7. und 8. Opfer. Danach hat er im Gefängnis Selbstmord begangen. Die schrecklichen Massenmorde der 10 Personen schockten die Welt und wurden als der Walter Sullivan-Fall bekannt. Es gibt zwei große Puzzlestücke hier. Das erste ist, was war das Motiv für die Morde? Ja, höchstwahrscheinlich irgendwas mit Silent Hill-Ritual, alte Götter wiedererwecken und sowas. Und der zweite ist, warum hat er sich selber umgebracht, bevor seine Aufgabe erfüllt war? Na, das ist wirklich seltsam. Eventuell ist das so ein Ding von wegen, er macht 10 und dann macht jemand anders 10 oder was weiß ich. 2. Mai. Mit wem streitet der Hausmeister?
Dafür, dass er direkt vor der Tür steht und schreit, hört man wirklich nicht viel. Horrigan gegen Bud Spencer. Na, da wird natürlich Bud Spencer gewinnen. Da gibt es so einen Schlag links und rechts auf die Ohren und dann mit der Faust oben drauf und dann hätte sich das erledigt. Frank Horrigan wird so mit der Plasma-Gun auf seinen Rücken schießen und dann würde er sich ganz unbeeindruckt umdrehen und ihn anschauen und sagen, na, sag mal, jetzt gibt's ja aber was auf die 12, du Lümmel. Und dann batsch und zack und das Thema wäre erledigt. Das ist natürlich klar. Die Supernanny würde ihn in die stille Treppe auf die stille Treppe setzen, das stimmt. Bud Spencer wird definitiv gegen Frank gewinnen. Ja, das ist klar. Ja, irgendwie, aber man hört so ein bisschen Gemurmel schon auch. Ich höre es zumindest auf den Kopfhörern. Vielleicht ist es bei euch zu leise. Aber es sieht wirklich so aus, als würde er nur wild rum. Vielleicht ist das sein neuer Dance-Move. Vielleicht dreht er gerade einen TikTok oder so. Das kann natürlich schon auch sein. Das wissen wir jetzt nicht. Ich kann sie nicht sehen. Ich frage mich, ob Ellie irgendwas passiert ist. Ich glaube nicht, aber ich speichere nochmal. Das klingt immer ein bisschen wie ein Werwolf, ne? Ach, Silent Hill 4. Ich glaube, wir werden auch keine Freunde mehr, ehrlich gesagt. Ich bin kein Fan. Wie so viele Horrorspiele, wie so oft in so Horrorspielen, mag ich Stimmung eigentlich echt gerne und Setting auch. Aber so ein paar Spielmechaniken gehen mir so übelst auf die Nerven, dass es mir echt den Spaß leider ein bisschen kaputt macht. Terence Hill würde Frank fertig machen. Wahrscheinlich auch, ja. Bei Bud Spencer bin ich mir ganz sicher, aber Terence Hill wird den wahrscheinlich auch schaffen. Und wenn Terence Hill und Bud Spencer ihre Kräfte vereinen, dann ist sowieso vorbei. Dann kann er auch nämlich Chuck Norris einpacken. Ah, sind das Briefkästen oder so? Das sind die Schließfächer. Nummer 101 bis 304. Kann ich da irgendwas machen? Weil die so fokussiert werden, ne? Aber irgendwie sagt er immer nur das Gleiche. Dann spiel lieber 2 und 3. Ja, vielleicht ist das eine bessere Idee tatsächlich, ja. Aber jetzt warte ich mal. Jetzt gucken wir mal. Gerade bin ich frustriert. Aber heute haben wir jetzt eh nicht mehr lange, ne? Und dann gucke ich mal, wie es nächstes Mal aussieht. Vielleicht habe ich nächstes Mal schon wieder Bock. Vielleicht brauche ich einfach Pausen. Vielleicht muss ich mir ein zusätzliches Bonusspiel suchen, auf das ich ausweichen kann, wenn mich das Spiel gerade wieder ein bisschen zu sehr frustriert. Na, vielleicht sind die so 3-4 Stunden Sessions einfach zu lang für das Spiel für mich. Kann ja sein. Wo soll ich hin? Hey, ich habe da hinten tatsächlich eine Tür vergessen. Okay. Dann gehe ich, I guess, noch mal ganz nach oben und versuch's noch mal. Jetzt bin ich nämlich auch gespannt, ob der Zettel bei meiner Tür verschwunden ist, den ich gerade reingezogen habe. Das wäre ein bisschen cool. Es ist tatsächlich so. Ich habe den Zettel reingezogen. Nicer Scheiß irgendwie. Aber angeblich habe ich die Tür nie kontrolliert. Und tatsächlich kann ich hier reingehen und war hier nie drin. WTF. Wow, schau dir all die Pornomagazine an. Ein Tagebuch. Liebes Tagebuch. Schauen wir mal. Ich finde ein Resident Evil Spiel mit Barry und Joe Baker in den Hauptrollen richtig geil. Das ist zwar eine weirde random Kombination, aber ich fühle die schon auch. Finde ich echt gut. Finde ich gut. Also, the last few moments. In den letzten Momenten hat Joseph, der Kerl von gegenüber,
mir dieses seltene... Die letzten paar Monate, ich weiß nicht, warum ich das so gelesen habe, hat Joseph, der Kerl von nebenan, mir dieses super seltene Pornomagazin gegeben. Sieht so aus, als hätte er sehr schwer gearbeitet. Er hat mir gesagt, wenn er noch so ein seltenes findet, dann gibt er es mir. Aber in letzter Zeit hat er sein Gesicht nicht viel gezeigt hier in der Gegend. Er hat gesagt, dass er Journalist ist und dass er immer auf investigiert halt. Aber ich glaube, irgendwas sehr Seltsames geht mit ihm vor. Er hat sich immer mehr in sein Apartment eingeschlossen und ich kann lauter seltsame Geräusche hören. 1. Juli. Mike. Oh, meine wunderschöne Rachel. Was ist mit den ganzen Notizen auf dem und dem roten Papier? Ich dachte, du würdest mir eine Notiz zurückschreiben, aber ich denke, vielleicht war es irgendwo anders. Hä? Er hat gemeinsam mit meiner Kleidung mitgenommen. Das waren meine besten Kleider. Hä? Das Ende der Notiz habe ich nicht verstanden. Aber ist gut, macht ja nichts. Ich lese noch das da. Rotes Papier, Papierstück, nichts steht drauf. Möchtest du es lesen? Nee, ich möchte es mitnehmen. Wir haben ein rotes Papier, auf dem nichts steht. Ah, ich steck's unter der Tür von Zimmer 20. Okay, ja, okay. Das machen wir. Warum ist da ein riesiger Vogelkäfig? Ist das ein Aufzug oder so? Dieser Typ. Es ist der Super. Ah, Super war der Name für den Hausmeister, genau. Er war noch viel jünger auf diesem Bild. Da ist ein Schlüssel auf die Rückseite geklebt. Dann nehmen wir den Super Nintendo Schlüssel. Wir haben den Super Nintendo Schlüssel. Yeah. Jetzt können wir endlich Super Mario World spielen. Wartet mal, jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. Kann ich das irgendwie noch... Can't use it here? Na, egal. Ein Foto einer Krankenschwester. Da steht, ich liebe dich drauf. Da ist außerdem noch ein Schlüssel dran geklebt. 106, locker. Ah. Okay, schön langsam. Ergibt alles Sinn hier. Da liegt ein Magazin offen rum. Lehrer Verzweiflung oder Verzweiflung beibringen? Keine Ahnung. Das Wishhouse. Das Wunschhaus. Ein Waisenhaus in den äußeren Ringen von Silent Hill. Aber hinter der falschen Fassade ist es ein Ort, an dem Kinder entführt und gehirngewaschen werden. Das Wunschhaus wird von der Silent Hill Smile Support Society geführt, einer wohltätigen Organisation, die manchmal auch 4S genannt wird. Es ist wahr, dass 4S eine sehr respektierte Wohltätigkeitsorganisation ist, die arme Kinder ohne Zuhause aufgenommen und aufgezogen hat. Guck mal, darunter liegt, glaube ich, schon wieder ein Pornoheftchen, dessen Arsch zu sehen. Aber in Wirklichkeit ist es eine heidnische Organisation mit ihrem eigenen verzwirbelten Dogma. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, aber wahrscheinlich sowas wie in Zwiespalt zu guten religiösen Werten. Mr. Smith, der nahe des Wunschhauses lebt, hat dazu Folgendes gesagt. Manchmal in der Nacht. Nee, Mr. Smith hört sich, glaube ich, so an. Manchmal in der Nacht höre ich seltsame Gebete und die Geräusche von Kindern, die weinen. Ich bin
bin schon öfter hingegangen. Nee, ich bin einmal hingegangen, um mich zu beschweren. But they ran me right out. Aber sie haben mich direkt wieder rausgeworfen. Seitdem hat sich kein bisschen verändert. Es ist in der Tat so, dass Reporter, der Zutritt, als er versucht hat, ein Foto zu machen, der Einrichtung verweigert wurde. Was genau machen diese Leute im Wunschhaus? Was haben sie zu verbergen? Während meiner Investigation war es mir möglich, eine Entdeckung zu machen. Aber suspicious looking round concrete tower. I was able to discover. Ach so, ich hab's verstanden. Während meiner Untersuchung habe ich allerdings wenigstens einen seltsam verdächtig aussehenden Zementturm gesehen, der wohl irgendwie zur Einrichtung gehört. War das das Wassergefängnis vielleicht? Leider war niemand in der Lage, mir zu sagen, wofür der Turm benutzt wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass es irgendwas mit dem Business des Waisengroßziehen zu tun hat. Es mag womöglich sogar ein Gefängnis sein oder ein geheimer Ort der Anbetung. Die Kultreligion, die das Wunschhaus führt, wird von den lokalen Anwohnern einfach als der Orden bezeichnet. Es ist eine Religion, die tief verwoben ist mit der Geschichte von Silent Hill. Aber die Worshipper, glauben, dass sie zur Elite gehören, den Auserwählten. Und das hat eine dunkle, gefährliche Seite an sich. Ich werde versuchen, meine Untersuchungen fortzuführen. Über das Wunschhaus und den Kult dahinter. Ich habe immer daran geglaubt, dass die ganze Wahrheit zu erzählen und den Kindern den wahren Pfad zu zeigen, unsere wichtigste Aufgabe ist. Joseph Schreiber. Ob das eine Anspielung an Jason Schreier ist? Galaxy 1-2. Odyssey ist auch super. Was ist dein liebstes Mario-Spiel? Oh, das ist echt eine super schwierige Frage. Ihr habt eh schon alles reingeschrieben, was man dazu sagen kann, ne? Es gibt so viele, so gute Mario-Spiele. Mario Bros. 3 ist großartig, Super Mario World ist großartig, Yoshi's Island ist großartig, Galaxy 1-2, Odyssey auch super. Das sind auch so meine Favoriten. Genau die ihr hier auch aufgezählt habt. Nur 3 fehlt. Aber ja, das stimmt. Mein liebstes. Ich meine, Mario 64 war auch der Hammer, ne? Aber das ist tatsächlich nicht so gut gealtert, finde ich, wie zum Beispiel Super Mario World. Das ist immer noch perfekt. Das ist ein perfekter Plattformer. Mit Super Mario World 3 hat Nintendo einfach den perfekten Plattformer gemacht. Den kann man auch bis heute nicht mehr übertreffen. Der war einfach damals schon perfekt. Das ist schon ziemlich, ziemlich awesome. Kann man echt nichts sagen. Und seit Galaxy sind eigentlich auch die 3D-Spiele perfekt. Mario 64 war seinerzeit voraus und voll der crazy Prototyp, ne? Aber da hat sich seitdem noch ein bisschen was weiterentwickelt. Deswegen fühlt sich das nicht mehr ganz so fresh an. Aber seit Galaxy sind auch die 3D-Marios einfach perfekt. So viele perfekte Spiele. Das muss man Nintendo einfach lassen. Ist eine schreckliche Scheißfirma, schickt wegen jedem Scheiß Anwälte auf hilflose kleine Fans, die nur irgendwie quasi ihre Fanliebe ausdrücken wollen. Wirklich sehr unsympathisch und scheiße, aber sie machen großartige und super innovative Spiele und sind für so viel Innovation in der Videospielwelt verantwortlich. Das muss man einfach denen neidlos zugestehen. Vom NES über Super Nintendo bis hin zur Wii, bis zur Switch haben die immer wieder wirklich ganz neue Konzepte, sowohl Hardware- als auch Software-technisch
umgesetzt und das ist schon, doch, muss man schon sagen. So, Sunshine vergessen. Sunshine finde ich auch gut, aber Sunshine ist für mich nicht so ein Top-Mario-Spiel. Vorbei. Vorbei, Leute. Wir machen Schluss für heute. Das mit dem Timer testen wir auf jeden Fall nochmal nächsten Dienstag, weil wenn ich Fallout und Resident Evil spiele, ist auch immer ein bisschen mehr los in den Streams. Dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Aber ich glaube, so als erster Test ist das schon eine coole Idee, oder? Dass man das einfach die Zeit ein bisschen verlängert wird. Ich will jetzt keinen Sabaton aus der ganzen Geschichte machen, aber dass ihr quasi auch so ein bisschen einen Gegenwert für Bits und Dingsy Subs bekommt und so. Das glaube ich schon ganz nett. Und ob und wie ich das vielleicht auch auf YouTube ausweiten kann, weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Aber ja, okay, Leutis, dann machen wir jetzt Schluss für heute, Leutis. Wie gesagt, danke fürs Dabeisein. Danke für alle Bits und Subs und fürs Folgen auch und Superchats und was es alles so gibt. Und nächsten Dienstag geht's dann wieder weiter mit, wie gesagt, Resident Evil Zero und Fallout 1. Eventuell werden wir Fallout 1 durchspielen. Vor allem mit dem neuen Bonus-Counter, ne? Mal gucken. Und wenn nicht, dann halt übernächsten Dienstag. Aber ansonsten fangen wir dann schon mit Fallout 2 an. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, tschüssikowski und bis... Now here's a weird fucking door. Bis zur nächsten Weird Fucking Door. The Weird Fucking Door passt auch sehr schön zu dem ganzen Spiel Silent Hill 4, oder? Die ist sogar noch am Bild hinter mir, da gerade. Naja, time's up. Tschüss.